Orangium. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nur zwei Dinge über den nächsten Talk. Der erste ist, es wird kurz dunkel, nicht erschrecken und nicht hinfallen währenddessen. Der zweite ist, es sind 8 Mikrokosmen, 8 Expertinnen und je 8 Minuten. Was weiter passiert, werden wir sehen. Einen großen Applaus bitte. Technik? Sorry. Ich höre auch nichts. Ich bin schon an. Die Handmikros bitte. Handmikros. Hallo, hallo. Ah, gut. Sporangium. Griechisch Angion, Gefäß. Annähernd kugelförmiger Behälter von Menschen, in dem die Ideen gebildet werden. Moment. Reset. Verzeihung. Also, wir starten jetzt. Sporangium, griechisch Angion, Gefäß. Annähernd kugelförmiger Behälter von Farnen, in dem die Sporen gebildet werden. Sporangien besitzen in den meisten Fällen einen besonderen Öffnungsmechanismus, um die Samen über möglichst weite Distanzen zu verteilen. Sporangium des Goldtüpfelfarns. Um die Sporenbehälter des Goldtüpfelfarns, Phlebodium aureum, wickelt sich eine Zellenreihe mit stark verdickten Innen- und Zwischenwänden, aber dünnen Außenwänden. Anfänglich sind die Zellen mit reichlich Wasser gefüllt, doch während der Sporen reift, trocknen sie allmählich aus. Durch das verdunstende Wasser ändert sich der Druck innerhalb der Zellen. Ist ein kritischer Wert erreicht, kommt es zum Phänomen der Kavitation. In den Zellen bilden sich Luftblasen, woraufhin sie sich zur ursprünglichen Größe ausdehnen. Die starken Innenwände wirken nun wie eine gespannte Feder. Sie krümmen die Zellreihe in die entgegengesetzte Richtung. Das Katapult ist geladen. Jetzt werden die Sporen mit bis zu 10 Metern pro Sekunde aus der geöffneten Sporenkapsel herausgeschleudert. Wo die Sporen auf fruchtbaren Boden fallen, können daraus neue Goldtüpfelfarne entstehen. Ein ganz warmes guten Abend und warmes Willkommen hier in Saal Borg. Nun per PEDIS, dass ihr hergekommen seid oder auch über den Datenkanal sozusagen. Wir freuen uns, dass ihr euch gewagt habt, dieses ominöse Bits und Bäume Sporangium heute Abend mit uns zu teilen. Wir sind Rainer und Juliane. Sag mal, Rainer, was machst du eigentlich so, was machst du hier und was hat das überhaupt alles mit Bits und Bäumen zu tun? Ah, schön, dass du fragst. Also ich selber bezeichne mich gerne als kritischen Informatiker und ich bin aktiv im Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung. Und was wir da tun, ist komplexe Technik verstehbar und dann auch diskutierbar zu machen. Das heißt, man muss da viel erklären und auch kontextualisieren. Also insbesondere, wo Technikeinsatz politisch relevant ist, individuell oder gesellschaftlich, da kommen wir ins Spiel. Das heißt, von fairer IT über Cyberpeace bis hin zu Datenschutz. Und du so? Wie überraschend, das passt ganz gut. Ich würde sagen, ich bin kritische und informierte Kulturwissenschaftlerin und ich bin bei der Open Knowledge Foundation und wir sorgen natürlich auch dafür, dass man Technik erklären kann, aber vor allem sorgen wir dafür, dass wir alle Technik besser verstehen, diskutieren, dass wir vor allem sie demokratisieren, teilen und für uns alle in der Zivilgesellschaft nutzbar machen, von Open Source bis EFG-Anfragen in Projekten wie Frag den Staat, dem Prototype Fund oder auch Jugendhackt. Ja, also wir zum Beispiel, also das FIF und die OKF haben mit diesem Blick auf Technik im Jahre 2018 zusammen mit anderen Organisationen in Berlin die Konferenz Bits und Bäume aus der Taufe gehoben. Und was bedeutet hierbei andere Organisationen?
Das waren einerseits so Techie-Organisationen wie natürlich auch der CCC, aber auch Organisationen aus dem Umweltbereich und Entwicklungspolitik wie BUND, also Bund für Umwelt und Naturschutz oder Friends of the Earth Europe, glaube ich, oder Germany. Dem Konzeptwerk Neue Ökonomie, Brot für die Welt, German Watch und das Ganze wurde brillant journalistisch begleitet von netzpolitik.org. Aber was haben wir da eigentlich gemacht und warum? Also erstmal haben wir miteinander festgestellt, dass wir ja alle Aktivisti sind und die Idee der Bits und Bäume war dann, dass die Techies und auch die Öko-Bewegung eigentlich für ganz ähnliche Ziele kämpfen, nämlich für eine lebenswerte Welt für alle und nicht nur für einige wenige zufällig auserkorene Menschen. Und was wir dafür brauchen, ist natürlich ein Planet, auf dem wir auch morgen noch mit menschenwürdigen Umständen leben und auch vielleicht arbeiten können. Und was wir aber auch brauchen, sind natürlich Räume, in denen nicht überwacht wird und die vielleicht auch nicht kommerziell sind, sodass wir uns dort überhaupt erst frei bewegen können. Und wo kann man sich sowas und die Grundlagen dafür am allerbesten erklären als bei richtig einer Party? Und am besten natürlich bei einer Party nach einer Konferenz, in der das Wissen sozusagen aus allen Nähten geplatzt ist. Das war dann also die Konferenz Bits und Bäume, Konferenz für Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Und seitdem ist eigentlich etwas ganz, wie ich finde, sehr Großartiges entstanden, nämlich der BUND steht jetzt tatsächlich hinter den für uns so wichtigen Dingen wie Open Source, IT-Sicherheit, Softwarehaftung und ähnlichen Dingen. Genauso wie der Chaos Computer Club jetzt hinter den Klimaschutzzielen steht oder eben auch einer wirtschaftlichen Selbstbestimmung des globalen Südens. Das Ganze ist jetzt ein Jahr her und spannend ist natürlich jetzt eher, was ist denn seitdem passiert? Ja, bitte. Genau. Also die Früchte der gemeinsamen Projekte sind so neu und divers gefüllte Adressbücher, ein Konferenzbuch, Stammtische in Deutschland und Ableger der Bewegungen. Und wir von Bits und Bäume sind da ein bisschen froh und vielleicht auch nicht ganz unschuldig am Kongressmotto Resource Exhaustion, freudigerweise mit dem Track Resilience and Sustainability. Und auch schönerweise gibt es auch CCC-interne Gruppen, wie zum Beispiel das C3 Sustainability. Genau, und was erwartet uns jetzt eigentlich heute auf dieser Bühne? Wir werden, so wie ich das gerade schon vorgelesen habe, wie Sporangien in der Fahnenwelt versuchen, in allergrößter Geschwindigkeit Wissen in diesen Raum und natürlich auch durch die Bildschirme zu katapultieren, sodass wir alle gemeinsam blühen können und nicht nur einzelne Samen aufgehen, die dann am Ende andere in den Schatten stellen oder ihnen die Ressourcen entziehen. Und wie genau passiert das? Ja, also wir werden 8 Personen gleich auf der Bühne sehen, die jeweils 8 Minuten Zeit haben, ihre Ideen hinauszuschleudern, auf dass sie in euren und unseren Köpfen landen und da gedeihen und sich weiterentwickeln. Und damit die 8 Minuten auch eingehalten werden, gibt es eine betreute Sanduhr. Und zwar ist das jemand, der sich selbst 2018 in den Kapselstrudel begeben hat. Und deswegen herzlich willkommen jetzt auf der anderen Seite der Zeit. Applaus für unseren Nummernbengel Banks. Warmes Willkommen. Genau, also er hat damals über automatisierte Videoüberwachung gesprochen. Zu schauen unter mediaccc.de. Genau, Banks ist ausgestattet mit den Zeitkarten, die natürlich auch ihr zu sehen bekommt, denn auch ihr wollt ja mitfiebern, ob in den 8 Minuten ausreichend Wissen an euch weitergegeben wird. Und damit haben wir es eigentlich, nicht wahr? Ja, würde ich sagen. Set steht. Dann möchte ich auf die Bühne bitten, unsere erste Sporangistin, würdest du mal bitte unseren Buzzer betätigen? Sehr schön. Bitte, jetzt. Hallo. Hallo, Katrin Henneberger. Wie schön, dass du da bist. Schön, dass ich hier sein darf. Einen ganz warmen Applaus. Katrin, du bist gerade zu uns aus dem Rheinland angereist und einige von euch kennen sie vielleicht. Sie ist aktiv im Hambacher Forst und sie ist auch Pressesprecherin einer für uns alle, glaube ich, ganz wichtigen Gruppe, nämlich der Klimaaktivistengruppe Ende Gelände. Und sie hat, wie sie uns schrieb, oder ihr habt den Kohlekonzern EWE so auf die Palme gebracht, dass sie versucht haben, euch mit Hausverbot und Unterlassungserklärung einzuschüchtern. Aber es hat nicht so ganz funktioniert, nicht wahr? Du stehst immer noch hier, ihr protestiert immer noch und wir hoffen, dass das auch weiterhin so bleibt.
Nicht nur das, du bist natürlich auch generell sehr bewandert in diesen Klimakrise-Fragen und sie hat uns vorher gesagt, das Wort Klimawandel sollten wir eigentlich alle gar nicht mehr sagen. Erklär doch bitte mal allen, warum. Ich finde das sehr wichtig. Weil Klimawandel ist ein sehr zartes Wort, wenn wir vom Wandel sprechen, aber wir befinden uns in einer Krise, in einer sehr existenziellen Krise und wie wir über die Themen sprechen, so behandeln wir sie auch. Und deswegen müssen wir immer von der Klimakrise sprechen oder von einer Klimakatastrophe, aber das Wort Klimawandel verbannen. Ich kenne das aus der Schule ja auch noch einfach als Erderwärmung, was erstmal zwar kuschelig klingt, aber wenn man drüber nachdenkt, passieren ganz viele Dinge. Was werden wir gleich hören? Du bist, abgesehen davon, dass du gerne unseren Lieblingswald verteidigst, auch seit 10 Jahren auf den UN-Klimakonferenzen unterwegs und begleitest den Aufbau der indigenen Plattform und des Gender Action Plans, was ja, denke ich, auch sehr wichtige Dinge sind, um eine insgesamt sehr nachhaltige und gute Zukunft zu erzeugen. Ich möchte jetzt auch gar nicht viel mehr sagen, sondern wir hören jetzt, was eigentlich in dieser Welt schiefläuft und damit auf zum 3, 2, 1, Sporangium! Our house is on fire, hat vor einem Jahr ungefähr Greta gesagt und damit vorausgesagt, was 2019 passieren würde. Im Sommer haben wir erlebt, dass die arktische Tundra in Brand stand. Das war etwas, das die Wissenschaftler erst für das Jahr 2090 vorausgesagt haben. Parallel standen am Äquator die Amazonas-Regenwälder in Brand. Teile brennen immer noch. Und heute, also aktuell, erleben wir in Australien irrsinnige Waldbrände. Unser Planet, unsere Erde, er steht schon in Flammen. Unser Zuhause, es brennt schon. Und das kommt nicht ganz überraschend. Hier seht ihr jetzt von der NASA ein kleines Video, startete 1880, wie sich die Temperatur verändert hat in den letzten 100 Jahren. Und wir leben bereits in einer Welt, etwas also um ungefähr 1 Grad, mehr als 1 Grad erhöhte Temperatur der globalen Erdatmosphäre. Und das ist ein riesiges Problem. Also 1 Grad hört sich jetzt nicht so nach viel an. Da tut man noch nicht mal irgendwie einen Pulli mehr anziehen. Aber global, das globale Klimasystem, das funktioniert etwas anders als das Wetter. Wenige Grade entscheiden hier darüber, ob die Gletscher bis nach Berlin reichen oder ob die pazifischen Inseln und die großen Küstenstädte unter Wasser stehen. Und es gab schon einige, ja, abrupte Veränderungen des Weltklimas in unserer Erdgeschichte, aber die hatten immer gemeinsam ein großes Massenartenaussterben. Und ich würde gerne sagen, wir sind am Beginn des 6. Massenartenaussterbens in unserer Erdgeschichte, aber leider sind wir schon mittendrin. Im Jahr 2012 gab es schon eine Studie der Weltbank, die gesagt hat, dass wenn wir so weitermachen wie bisher, wenn wir nicht sofort anfangen zu reduzieren, wir ungebremst auf eine Welt 4 bis 6 Grad heißer zusteuern. Seit 2012 ist nicht wirklich viel passiert. Die Situation hat sich eher verschlechtert, was der Emissionsausstoß angeht. Und deswegen sehen wir jetzt hier eine kleine Karte, wie eine Welt 4 Grad heißer aussehen würde. Die gelben und braunen Zonen sind dann die Gebiete, die nicht mehr bewohnbar sind. Mir wird dann oft gesagt, so ja, aber wir können es doch anpassen, wir werden Technologien entwickeln, wir werden in Sibirien oben viele Hochhäuser bauen und dort Millionen von Menschen neu ansiedeln, wir werden die Antarktis ansiedeln oder wir fahren alle zum Mars. Und das ist alles Bullshit insgesamt. Wenn wir jetzt nicht jetzt handeln, wenn wir es zulassen, dass die globale Temperatur sich um 1,5 oder 2 Grad erwärmt, dann werden Rückkopplungseffekte oder sogenannte Kipppunkte in Gang gesetzt. Ein sehr berühmtes ist der Permafrostboden in Sibirien oder in Kanada. Wenn der anfängt zu tauen, wird unglaublich viel Methan und Kohlenstoffdioxid in die Atmosphäre gelassen und dadurch wird die Klimakrise weiter angeheizt. Ein zweites Beispiel sind die Grönland-Eisschilde. Wenn dieses weg ist, die riesige Eismasse, dann hat das Erdsystem einen Kühleffekt weniger, denn die Sonnenstrahlen werden vom Eis reflektiert. Außerdem, das ganze Grönland-Eisschild, das wird ungefähr ein bisschen mehr als 7 Meter globaler Meeresspiegelanstieg bedeuten.
Ein dritter Kipppunkt ist Amazonas-Regenwald. Der wird sich langfristig zu einer Steppe, zu Buschland verwandeln. Also das, was ihr jetzt so seht, was ihr immer so schön seht im Amazonas-Regenwald, das wird alles versanden. Das waren jetzt drei Kipppunkte. Es gibt überall auf der Welt unterschiedlichste Kipppunkte, wie ihr hier auf der Karte seht, vom Potsdamer Institut. Und das zeigt einmal mehr, wie verwundbar wir eigentlich sind. Und wenn wir jetzt nicht handeln, dann wird es sehr bald zu spät sein. Aber warum versagen wir im Angesicht der Klimakrise? Warum machen wir nicht das, was gemacht werden sollte? Da gibt es eigentlich zwei Gründe für. Der erste ist, dass es einen sehr kleinen, reichen Teil der Erdbevölkerung gibt, die immer noch sehr stark davon profitieren, dass fossile Ressourcen verfeuert werden und dass Mensch und Natur ausgebeutet werden. Und uns wird eingeredet, dass wenn wir versuchen, dieses System zu verändern, dass dann unsere Welt zusammenbrechen würde, was ein bisschen absurd ist, aber brav glauben wir daran und wir sind zu feige, viele sind zu feige, um sich auch mit mächtigen Gegnern anzulegen, gerade wir im Norden, weil wir haben es eigentlich noch recht gemütlich, was Repression angeht und glaubt mir, ich weiß, was Repressionen sind. Täglich grausame Realität ist die Klimakrise schon, weil wir reden als Klimakrise reden wir immer so ein bisschen in die Zukunft gedacht. Das ist auch einer der Probleme, weil wir Menschen, wir ticken einfach so, dass wir die Gefahren im Hier und Jetzt erkennen und dann auch handeln. Zum Beispiel ein Säbelzahntiger in den Büschen. Aber wir handeln nicht, wenn diese Gefahr irgendwann in der Zukunft zu uns kommen könnte. Da sind wir einfach sehr schlecht drin. Und das ist auch ein weiterer Grund, warum wir nicht handeln. Aber die Klimakrise ist keine Gefahr der Zukunft, sie ist grausame Realität. Zum Beispiel im Tschad, das ist ein Land in der Sahelzone Afrikas. Und dort ist es so, dass die Hitzewellen sich in den letzten Jahren massiv erhöht haben. Um die 45 bis 50 Grad, das ist lebensgefährlich für kleine Kinder, für Schwangere, für Ältere. Und es ist auch so, dass die Konflikte dort angeheizt werden zwischen den Bevölkerungsgruppen, um das letzte bisschen fruchtbare Land, um die schrumpfenden Wasser, um die Seen, um die schrumpfenden Wasserquellen. Am stärksten sind dort betroffen die Frauen, die indigene Bevölkerung. Hier sehen wir die indigene Bevölkerung der Pöll. Und dort ist es so, dass halt die Frauen dafür zuständig sind, zum Beispiel Wasser und Holz zu organisieren. Und durch die Klimakrise werden ihre Wege länger und das ist ein großes Sicherheitsrisiko. Außerdem produzieren ihre Kühe immer weniger Milch. Und ja, wenn halt abends, wenn halt am Tag halt zu wenig zu essen da ist, dann sind es auch die Frauen, die als erstes auf ihr Essen verzichten, damit die Kinder noch satt werden können, nach so gerade eben. Insgesamt sind es auch Frauen in den indigenen Gemeinden, also global gesehen, und Frauen in den Ländern des globalen Südens, in den räumlichen Bereichen, die am stärksten existenziell betroffen sind von der Klimakrise, aber die gleichzeitig auch am wenigsten am Verhandlungstisch sitzen. Also ihre Perspektive wird nicht gehört. Besonders auch auf den UN-Klimakonferenzen. Das hat mich hart bewusst gemacht, hat mich da die Klimakonferenz von 2013, damals ist auch parallel ein Taifun auf die Philippinen geprallt und meine Kollegin Shena, die aus den Philippinen stammte, die konnte tagelang nicht ihre Familie, ihre Freunde erreichen. Und wir wussten nicht, sind sie noch am Leben oder nicht, und zeitgleich haben wir mitbekommen, wie die Regierungen einfach mal wieder nicht zustande gebracht haben. Und das hat mich unglaublich wütend gemacht und es hat mir wieder gezeigt, wir können uns auf niemanden verlassen. Es wird niemand kommen, um uns zu retten. Wir müssen selber aktiv werden. Und die Klimakrise aufzuhalten, das bedeutet das Engagement von sehr vielen Menschen, von der ganzen Weltbevölkerung, von jedem Einzelnen von euch hier im Raum. Setzt eure Fähigkeiten ein. Macht etwas. Wir im Rheinland, wir haben den Hambacher Forst besetzt, haben dadurch ja, ein wenig erfolgreich verhindert, dass das letzte Stück abgeholzt worden ist. Aktivisten von Ende Gelände gehen seit 6 Jahren, fast seit 7 Jahren immer wieder in die Kohlegruben, stellen sich mit ihren Körpern vor, die Kohle baggern. Auch unglaublich wichtig, dass wir aufzeigen, gerade hier in Deutschland,
Gegen so große Ungerechtigkeit muss man auch manchmal die Grenze zum Legalen etwas überschreiten und sich dann symbolisch vor so einem Kohlebagger stellen. Das ist unglaublich wichtig, um die Menschen aufzurütteln, um ihnen klarzumachen, wie absurd und wie gefährlich gerade die Situation ist. Aber es geht leider weiter. Statt jetzt einem Kohleausstieg werden wir 2020 ein neues Kohlekraftwerk bekommen, Datteln 4. Das soll im Sommer ans Netz gehen. Und wir werden eure ganze Hilfe brauchen, um dieses zu verhindern. Und die nächsten Monate werden deswegen sehr laut und sehr protestreich sein. Und ich habe noch so als Letztes, ist es noch okay, wenn ich das zeige? Eine kleine Grußbotschaft aus Brasilien. Wir sind atrasados de fazermos algo de concreto. Então nós não podemos esperar mais. A Mãe Terra não espera. Ich wollte sie kurz vorstellen. Das ist Nara Barel, das ist die Präsidentin des Dachverbandes der indigenen Bevölkerung Brasilien, Amazonien. Und ich fand es wichtig, dass sozusagen wir auch eine kleine Stimme aus dem globalen Süden dabei hat. Und deswegen hat sie uns eine kleine Grußbotschaft gesendet und sagt uns, was wir jetzt tun sollen. Nós já estamos atrasados de fazermos algo de concreto. Então nós não podemos esperar mais. A Mãe Terra não espera mais. A Terra, ela não está mais nas cores azul e verde. Agora ela está com a cor vermelha de chamas e de sangue. Então esse sangue, ele não pode mais ser derramado. E nós, povos originários, não podemos estar pagando um preço muito alto, que é um preço das nossas vidas, para o consumo absurdo que está acontecendo no planeta. Então é hora... Esse momento de agir, não esperar 2025 e muito menos 2030, é agora. Wir sind jetzt ungefähr bei minus zwei oder so angekommen, aber ich denke, für diese Grußbotschaft war auch unser Nummernbanks noch ein bisschen nachsichtig. Du musst ein bisschen mehr auf die Zeit achten. Das tröten wir dich irgendwann von der Bühne, so geht es nicht. Ich glaube, das ist eher die Schuld der Antwort. Nein, das ist in Ordnung. Wir haben uns, wir waren auch deshalb ein bisschen geduldiger. Habt keine Angst, es kommen jetzt nicht nur schlechte Botschaften, aber wir dachten uns, diese 8 Minuten haltet ihr durch, um einfach noch einmal ein paar Fakten und auch ein paar menschliche Worte mitzunehmen, wenn ihr demnächst weiter mit euren Nachbarinnen und Nachbarn anfangt zu diskutieren und sie alle mit auf die Straße nehmt bei der nächsten Klimademo. Deswegen ganz herzlichen Dank an dich, Katrin, dass du uns all das noch mal in Kurzform erzählt hast. Danke euch. Du darfst dich auch gleich da hinten zu Banks gesellen. Aber es wäre schön, wenn du uns vorher noch hilfst, jetzt wirklich, also bei dir war ja klar, dass du an den Anfang musst, jetzt auszuwählen, wer die nächste Person sein wird, die uns hier mit einem Sporangium überrascht. Bitte drück doch auf die Enter-Taste. Und du wirst das gleich vorlesen. Am besten dann wahrscheinlich da vorne, weil das hier gerade leider sehr verpixelt ist. Nachdem wir jetzt bei dem Thema Klimakrise waren, haben wir eine Person da, die in einem dieser Bereiche, der sehr wichtig ist, um diesen Neuanfang oder beziehungsweise die Verbesserungen zu schaffen, nämlich in dem Bereich des Energiesektors. Und es ist, natürlich wissen wir alle, es ist eine der größten Emissionsquellen, dass wir Kohlestrom beispielsweise haben. Und wir müssen natürlich ganz dringend umstellen. Und das klappt an manchen Stellen gut, an manchen mäßig. Ein ganz wichtiger Punkt bei alledem ist im Grunde, dass wir viele Informationen darüber haben und dass diese Informationen auch öffentlich zur Verfügung stehen. Und das ist allerdings leider nicht immer so der Fall. Also beispielsweise ist es etwas schwierig herauszufinden, in welchem Ökostrom wirklich Ökostrom steckt. Und dabei sollte doch gerade das etwas sein, was wir alle öffentlich nachvollziehen können. Und sodass wir dann entscheiden können, welchen Ökostromanbieter nehmen wir denn? Und ist der eigentlich hauptsächlich ein Kohlestromlieferant oder ist der wirklich, setzt er sich wirklich für grüne und regenerative Energien ein? Dafür haben wir natürlich zumindest fast immer sowas wie ein Informationsfreiheits- oder Transparenzgesetz. Aber wenn man dann endlich an diese Informationen rangekommen ist, sind die zwar oft hochspannend, leider manchmal, aber natürlich auch eher traurig oder vielleicht sogar lückenhaft. Und deswegen wird jetzt als nächstes
bitte. Würdest du es uns für uns verlesen? Lisa Fassing, Ökostrom, Ökostrom. Nicht gleich, Ökostrom. Ah, okay. Genau. Down the Green Energy Rabbit Hole. Hallo Lisa. Also Lisa, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Lisa entwickelt Software als Full-Stack-Developer, hält Communities zusammen und programmiert außerdem Videospiele und Visuals. Außerdem gibt sie ihr Wissen weiter und ihre Fähigkeiten, insbesondere in Programmierworkshops für unterrepräsentierte Gruppen, in Crypto-Partys, in Kursen in digitaler Selbstverteidigung aller Art zum Beispiel. Und als Privacy-Aktivistin sagt sie über ihre langfristigen Ziele, sie will den Kapitalismus und das Patriarchat zerstören. Sehr befürwortenswert. Ich finde es sehr schön, dass wir uns da alle einig sind. Und dann geht es jetzt zum Thema Ökostrom ist nicht gleich Ökostrom. Moment, Moment. Ich glaube, wir müssen Katrin noch kurz die Möglichkeit geben, wieder sich hierher zu setzen, bevor wir jetzt die Zeit starten. Stimmt, ja? Ja, wir wollen keine Unruhe auf der Bühne. Nein. Und Katrin bekommt jetzt auch so ein... Wisst ihr eigentlich, wie diese tollen Dinge heißen? Ja? Geht mal in den Laden und sagt, ich möchte diese Tröten haben. Sie heißen Luftrüssel. Und diesen Luftrüssel erhält jetzt auch Katrin, sodass sie bei... Lisa oder auch Lislis, sie mit von der Bühne treten, tröten kann, nicht, natürlich nicht treten, wir sind hier nicht aggressiv, nein, also ich habe schon meinen Kurs in gewaltfreie Kommunikation gemacht, das ist also bitte setz dich doch. Bitte nochmal. Nachsitzen, ich habe es gewusst. Wenn Banks diesmal wirklich die Null hochhält, darfst du mit tröten. Wunderbar, deswegen freuen wir uns sehr, Lisa Passing mit Ökostrom ist nicht gleich Ökostrom. Bitteschön. Danke. Und wir sagen 3, 2, 1, Sporangium! Okay, dann lege ich auch gleich los, weil so viel Zeit ist es tatsächlich nicht. Jetzt hört ihr mich. Ich lege gleich los. Das ist so ein bisschen, oder dieser Vortrag ist ein kleiner Einblick an den Beginn einer unserer Ökostrom-Recherche. Erstmal ein bisschen Kontext dazu. Ich arbeite bei der Datenschule, das ist eins der weniger oft genannten Projekte der Open Knowledge Foundation. Und was wir da hauptsächlich machen, ist alles rund um Daten. Wir geben Workshops mit Nichtregierungsorganisationen und anderen zivilgesellschaftlichen Akteuren, um eben so ein bisschen Datenwissen oder Data Literacy zu verbreiten. Also so, wo finde ich Daten, wie säubere ich schmutzige Daten, wie analysiere ich sie und so weiter. Das ist so ein Bestandteil unserer Arbeit. Der andere ist, dass wir auch datengetriebene Kooperationsprojekte mit anderen NGOs machen und sie quasi in ihrer Datenarbeit, was auch immer das sein soll, unterstützen. Unser aktuelles Projekt dabei ist zusammen mit Robin Wood, die alle paar Jahre neben vielen anderen sehr coolen Dingen, die sie tun, auch den Ökostrombericht veröffentlichen, wo sie eben sich ja der Frage widmen, welche Anbieter von Ökostrom sind wirklich empfehlenswert. Es wurde schon ein bisschen angeteasert und der Titel sagt es ja auch, dass Ökostrom nicht immer gleich Ökostrom ist. Viele der großen, auch Braun- und Steinkohle- und auch Atomkraftunternehmen lassen sich da gerne etwas grün waschen, um eben Verbraucherinnen und Verbrauchern ein bisschen Geld aus der Tasche zu ziehen, um aber ein gutes Image zu verkaufen. Und genau das würde halt Robin Wood ein bisschen aufdecken. Sie haben 4 Kriterien dafür aufgestellt, die quasi Stück für Stück so ein bisschen hinter die Kulissen auch blicken wollen, mit dem so, was ist das für ein Anbieter, sind die tatsächlich, haben die das Beste für den Planeten und auch für die Energiewende im Blick. Die sind sehr verbos, deswegen rede ich jetzt tatsächlich noch über das erste Kriterium, das tatsächlich so, dass er die erste Hürde ist, die ein Anbieter nehmen muss, überhaupt in die anderen Kriterien oder auf die anderen Kriterien zu untersucht zu werden. Kriterium Nummer 1 sagt einfach, der Anbieter handelt ausschließlich mit Grünstrom. Und das ist ein ganz lustiger, oder nicht lustig, aber ein ganz wichtiger Fakt, weil eben ein Ökostromtarif, der als Produkt angeboten wird, sagt noch lange nichts darüber aus, ob ein Anbieter tatsächlich nur mit Grünstrom, also Strom aus erneuerbaren Energien, handelt oder nicht. Und deswegen ist das wichtigste Kriterium, es wird ausschließlich bei einem Anbieter mit Grünstrom gehandelt. Unsere erste Recherchefrage war also, welche Anbieter von mindestens einem Ökostromprodukt in Deutschland handeln tatsächlich zu 100% mit Grünstrom? Und wir sind ein bisschen naiv rangegangen und dachten so, ja, easy, da gibt es bestimmt irgendwie bei der Bundesnetzagentur eine Liste. Die Bundesnetzagentur hat auch eine Liste. Es ist zwar eine Liste nicht von Stromanbietern, sondern von Stromversorgern. Das gibt es große Überschneidungen, ist aber nicht genau dasselbe.
Und es sind ca. 820 Versorger, veröffentlicht in einem wunderschönen PDF als Tabelle, ist immer total super. Die Liste ist aber mehr oder weniger nur der Firmenname und die Anschrift. Also erstmal keine Information zu Ökostromtarifen, Grünstrom etc. Wenn man ein bisschen weiter guckt, sieht man jetzt, die Bundesnetzagentur bringt jedes Jahr zusammen mit dem Bundeskartellamt einen Monitoringbericht raus für den Strommarkt. Und das ist ein PDF natürlich mit verschiedenen Graphen und Grafiken. Und es ist immer so, yay, weil wo ein Graph ist, da sitzen auch Daten dahinter. Es war jetzt erstmal nicht ersichtlich mit so, wie hängt das jetzt, also der Graph zum Ökostrommarkt, sagt jetzt nicht unbedingt was für die einzelnen Anbieter aus, aber wir dachten, wir schreiben denen mal eine E-Mail, sagen so, wir interessieren uns auch für Ökostromdaten, können wir da nicht eure Daten haben? Dann haben sie erstmal Nein gesagt, das fanden wir dann nicht so cool, dann haben wir eine IFG-Anfrage gemacht, um halt zu sagen, oder eine Informationsfreiheitsanfrage, um zu sagen, wir hätten gerne wirklich diese Daten und ihr müsst uns die rechtlich gesehen auch einfach geben. Dann haben sie nochmal ihre Daten geguckt und festgestellt, tatsächlich können wir aus den Daten, wie wir sie gesammelt haben, gar nicht so das auf Anbieterebene Rückschluss folgern. Sie finden aber auch, dass das irgendwie vielleicht eine sinnvolle Sache wäre und vielleicht in der Monitoring-Abfrage 2020 wird das dann als Frage ergänzt. Also vielleicht haben wir dann nächstes Jahr mehr Glück, weil jetzt für unsere Recherche im Herbst oder Sommer und Herbst ein bisschen unglücklich. Glücklich wurden wir dann aber halb, weil das Umweltbundesamt, das UBA, hat im Herbst die Marktanalyse Ökostrom 2 veröffentlicht, wo sie sich eben auch den Ökostrommarkt angeguckt haben, Stromkennzeichnung, Herkunftsnachweise, wie die Systeme funktionieren. Es ist sehr interessant, ist auch ein bodenloses Loch, in das man reinfällt, wenn man sich damit mal auseinandersetzt. Veröffentlicht als PDF mit ganz vielen wunderschönen Grafiken. Dann haben wir gefragt, können wir nicht auch die Daten hinter diesen Grafiken haben? Ist irgendwie ganz interessant. Dann wurde uns geantwortet, die Erhebung der Daten erfolgte durch einen externen Dienstleister und die haben auch die Hoheit auf Daten. Sie haben uns quasi nur eine Nutzungserlaubnis gegeben für diese Grafiken, für diesen Bericht. Und das ist dann natürlich schon bitter, wenn man sich überlegt, dass das Steuergelder sind und wir nicht an diese Daten kommen. Wir hätten sie ihnen abkaufen können, aber das war so ein bisschen, auch nicht so geil. Was wir also dann gemacht haben, um tatsächlich auf unserer Liste anzukommen, ist, wir haben alles gescrapt, was wir irgendwie gefunden haben. Angefangen von der ursprünglichen Liste der Bundesnetzagentur, verschiedene Stromvergleichsportale unter der Rubrik Ökostrom, also von Check24, Verivox und wie sie alle heißen. Liste von Ökostromlabeln, Bestenlisten, um überhaupt zu gucken, kriegen wir ein besonders komplettes Bild von allem oder jeden Anbieter, der irgendwie Ökostrom haben. Es war nicht einfach, es war auch sehr viel manuelle Arbeit involviert, weil wir oft nur an tatsächlich den Firmennamen matchen konnten, die auch immer schön unterschiedlich geschrieben sind und mit Abkürzungen ganz wundervoll. Dann hatten wir aber doch nochmal richtig Glück. Es hat sich herausgestellt, dass Lichtblick, auch ein Ökostromanbieter, mit einer ähnlichen Situation sehr unzufrieden waren. Sie haben auch schon mal versucht, eine Liste mit Stromanbietern, eine komplette Liste zu bekommen. Sind dann tatsächlich auf eine manuelle Erhebung intern, mussten sie ausweichen. Und sie haben sich darüber aufgeregt, dass eben der aus dem EEG, dem Erneuerbare Energiengesetz, die Umlage dazu benutzt werden kann, dass der Strommix von Stromanbietern grüner erscheint, als er tatsächlich ist. Was sie also gemacht haben, ist, sie haben für alle Anbieter, die sie gefunden haben, den Strommix recherchiert und die EEG-Anlage rausgerechnet, um dann zu sehen, welche Anbieter bieten tatsächlich 100% Ökostrom an. Was dann tatsächlich genau die Information ist, die wir auch irgendwie sammeln wollten. Wir haben dann ein bisschen E-Mails geschrieben, durften dann ihre Liste zum Abgleich benutzen. Tatsächlich dürfen wir ihre Liste nicht weiter verwenden, leider auch. Es ist immer so, da muss ich erst mit meinem Chef drüber reden und Open Data, was ist das eigentlich? Schwierig. Letzten Endes kann ich euch einen Teaser präsentieren. Unsere Liste umfasst 1210 Anbieter von mindestens einem Ökostromprodukt, von denen 1061 Anbieter tatsächlich an dem ersten von vier Kriterien scheitern, weil sie eben auch Graustrom, das ist also Kohle, Stein, Atom, alles, was wir nicht wollen, eben auch verkaufen und überhaupt nur 149 Anbieter schaffen es, in die nächste Runde auf Kriterium 2 überhaupt überprüft zu werden. Das ist ein Teaser und da bin ich tatsächlich auch am Ende schon. Mehr gibt es dann im Januar, wenn wir den Ökostrombericht mit Hintergrundberichten und viel mehr Informationen dann veröffentlichen, zusammen mit den Datensätzen, die wir recherchiert haben. Punkt. Vielen herzlichen Dank.
Dankeschön. Ganz großartig und sogar auch noch in der Zeit. Ich bin auch überrascht. Sehr schön, wenn alle überrascht sind. Du warst auch schnell genug. Ja, genau, das war sehr schön. Liebe DolmetscherInnen, es tut uns leid, aber ich habe euch vorgewarnt. Okay, jetzt mal zwischendurch, weil wir jetzt schon ein paar Mal diese Wiesen, die Luftrüssel gesehen haben. Ja. Vielleicht mal als Vergleich, habt ihr irgendwelche Assoziationen oder so? Okay, gut, dann lassen wir das so. Gut, also du kannst jetzt nochmal auf Enter drücken, wer als nächstes rankommt. Aha, interessant. Ja, also Technologien können ja gerade im Energiesektor helfen, die Klimaziele noch zu erreichen oder gerade noch so zu erreichen oder zumindest alles nicht so ganz furchtbar vielleicht werden zu lassen. Und wir müssen immer im Hinterkopf haben, was für uns gar nicht so richtig furchtbar ist, ist für den globalen Süden immer schon sowieso viel zu weit. Deswegen müssen wir uns da sehr, sehr ranhalten. Aber sehr gut, im Energiesektor wird auf alle Fälle sichtbar, dass Digitalisierung und Nachhaltigkeit immer so verschiedene Aspekte haben. Einerseits kann Technologie selber für Nachhaltigkeitsziele eingesetzt werden. Allerdings kann die Technik selber, die ja auch Strom verbraucht und selber auch aus Ressourcen besteht, die muss selber natürlich auch nachhaltig werden. Das heißt, die Frage ist, wo kommt der Strom her aber wo kommen auch diese Geräte selbst her? Und wer produziert sie unter welchen Arbeits- oder Lebensumständen? Das heißt, Nachhaltigkeit muss natürlich nie nur ökologisch, sondern zum Beispiel auch sozial verstanden werden. Das heißt, man könnte schon fragen, wie können solche Technologien selbst umweltfreundlich und sozial werden? Und da müssen wir uns zunächst mal ansehen, wie Digitalisierung und selbst die Sozial- und die Umweltklimakrisen herbeiführt und befeuert. Also Digitalisierung als Problem und Befeuerung. Und dafür hören wir jetzt Anja Höfner. Anja Höfner, ja. Das Märchen von der Dematerialisierung durch Technik. Anja, bitte. Liebe Anja, komm noch auf die Bühne. Genau. Genau, einen warmen Applaus für Anja. Hallo Anja. Hallo. Ich habe dir hier schon mal was vorbereitet. Ach, schön. Du hattest ja einen Wunsch geäußert. Ja. Anja ist Teil des Konzeptwerks Neuer Ökonomie. Ihr seid ein Verein, der auch bei der Bits und Bäume beteiligt war als eine der Organisationen und ihr setzt euch ein oder auseinandersetzt ihr euch mit den sozialen und ökologischen Auswirkungen von digitaler Technik. Und du warst auch Mitherausgeberin von unserem gemeinsamen Buch der Bits und Bäume Konferenzdokumentation, sozusagen, was Bits und Bäume verbindet, wo wir ganz viele Autorinnen oder eigentlich ihr ganz viele Autorinnen und Autoren drin habt, die auch Speaker oder Speakerin bei der Bits und Bäume waren. Das könnt ihr übrigens auch online kostenlos herunterladen und ist eine ganz große, wundervolle Wissensquelle. Du hast heute schon einen Talk hinter dir und ich würde euch allen empfehlen, einmal nachzuschauen, Degrowth is coming, be ready to repair. Das ist nämlich eins dieser Themenfelder, die Anja bearbeitet und ein bisschen zusammenhängt, aber auch ein bisschen anders, hast du auf dem Camp auch schon gesprochen zu der materiellen Basis von Technik. Das heißt, kurz gefasst, wir haben hier eine Öko, ja, die wir ganz erfolgreich mit dem Hacker-Virus angesteckt haben. Deswegen nochmal einen warmen Applaus. Anja, die Bühne frei für dich. Vielen Dank. Und du bekommst natürlich auch unsere Ankündigung. Und ich möchte euch ein bisschen auffordern, mitzumachen. Und ich sage 3, 2, 1. Sporangium. Ich mache es mir noch kurz gemütlich, denn ich lese euch ein Märchen vor. Ein Märchen der Brüder Gaffham. Lass mich noch kurz meine Lesebrille rausholen. Es war einmal ein Land, in dem Ressourcen knapp waren und das Wetter sich änderte. Es wurde schon im März ungewöhnlich warm und im Winter gab es kaum noch Schnee. Der König des Landes wusste, dass dies Folgen des unverhältnismäßig hohen Lebensstandards in seinem Land waren. Doch gleichzeitig war er ratlos, denn er ahnte, würde er den Lebensstil seiner Untertanen einschränken, gäbe es große Unruhen. Da traten 5 findige Geschäftemacher auf den Plan, die verschiedene Ideen hatten, das Problem zu lösen. Der erste Geschäftemacher schlug vor, Bücher zu verbannen und durch E-Books zu ersetzen. Klar, dachte der König,
Ein Buch muss gedruckt und transportiert werden. Einen E-Book-Reader kauft man nur einmal und kann dann seine Geschichten im Internet herunterladen. Aber nach einiger Zeit zeigte sich, viele E-Book-Reader wurden viel zu wenig genutzt. Dafür war es aufwendig, sie zu produzieren. Rechnerisch lohnten sie sich erst ab etwa 50 gelesenen E-Books. Aber selbst diejenigen, die die Reader viel nutzten, hatten ein Problem. Bald machte der Akku schlapp und ließ sich nicht tauschen. Also mussten sie einen neuen Reader kaufen. Der König war enttäuscht. Deswegen machte der zweite Geschäftemacher schnell einen anderen Vorschlag. Wie wäre es, sagte er, wenn wir Filme nicht mehr auf DVDs schreiben und in Videotheken stellen? Dann muss auch niemand mehr durch die halbe Stadt fahren, nur um Filme auszuleihen. Stattdessen können wir Filme einfach im Internet streamen. Das geht schnell und ist einfach. Das leuchtet ein, sagte der König. Bald streamten die Menschen im ganzen Land. Dafür wurden riesige Serverparks gebaut. Irgendwo mussten ja die ganzen Daten gespeichert werden. Streamen machte das Filmegucken so einfach, dass die Menschen viel mehr schauten als früher. Irgendwann beschäftigten sich große Denker mit dem Thema und fanden heraus, dass Streamen sehr viel Treibhausgas produziert. Schließlich benötigte eine Stunde Streaming etwa 3 GB Daten. Die Menschen streamten aber nicht nur Spielfilme und Serien, sondern auch Musikvideos und Missgeschickvideos. Einige streamten sogar Filme mit nackten Menschen. Die Server wurden häufig mit Kohlestrom betrieben. Es war sogar absehbar, dass sich der Datenverkehr vom Videoschauen in den nächsten Jahren verdoppeln würde. Für die Umwelt war das alles nichts. Langsam wurde der König sauer. Na gut, die anderen haben es ein bisschen vermasselt, gab der dritte Geschäftemacher zu. Ich habe aber eine Idee, die ganz sicher funktioniert. Wenn die Menschen ihre Hütten verlassen, dann lassen sie oft das Licht brennen. Bei einem Untertan macht das zwar kaum was aus, sagte der Geschäftemacher, aber wenn das viele machen, kostet das eine Menge Energie. Ich schlage vor, wir machen Smart Home. Das heißt, alles ist miteinander vernetzt. Und wenn ich das Haus verlasse, dann merkt das mein Telefon und schaltet das Licht aus. Genial, meinte der König. Setzt das um. Anfangs schien die Idee zu funktionieren. Aber der Geschäftemacher hatte vergessen, dass die ganze Technik, die man für ein Smart Home braucht, auch Strom verbraucht. So stieg sogar in vielen Häusern der Energieverbrauch. Der König fing spätestens jetzt an, ungeduldig zu werden. Er wandte sich an Geschäftemacher 4. Hast du eine Idee, die funktioniert? Etwas nervös präsentierte der vierte Geschäftemacher seine Idee. Findet ihr nicht auch, dass viel zu viele Gefährte auf unseren Straßen unterwegs sind? Fragte er den König. Da hast du recht, antwortete er ohne zu zögern. Und wir verschwenden wahnsinnig viel Zeit beim Autofahren. Währenddessen können wir nicht arbeiten. Deswegen brauchen wir automatisierte Fahrzeuge, die sich selbst ihren Weg suchen. Dann gibt es weniger Unfälle, weil Maschinen keine Fehler machen, anders als Menschen. Und wenn wir diese Fahrzeuge noch teilen, dann gibt es am Ende viel weniger Autos. Leider wollten die Menschen nicht auf ihr eigenes Auto verzichten. Schließlich hieß es schon damals, mein Haus, mein Auto, mein Netflix-Account. Was aber mindestens genauso schlimm war, die automatisiert fahrenden Autos verbrauchten wahnsinnig viele Daten. In einer Minute ca. 3 GB. Jetzt brauchte die Menschheit nicht nur riesige Serverpark für Streaming, sondern auch fürs Autofahren. Außerdem war überall superschnelles mobiles Internet notwendig. Das hatte es in einigen Ecken des Landes überhaupt noch nie gegeben. Der König war verzweifelt. Wenn die angesehenen Geschäftemacher keine Lösung für das Problem hatten, wer sonst sollte ihm helfen? Doch es war noch ein letzter Geschäftemacher da, den er noch nicht angehört hatte. Dieser fünfte Geschäftemacher freute sich, dass er nun seine alles verändernde Idee präsentieren durfte. Meine Vorredner haben alle gut gemeinte Vorschläge zur Lösung einzelner Probleme gemacht. Ich schlage hingegen eine grundlegende Veränderung vor. Wir müssen einfach nur unsere eingesetzten Gerätschaften optimieren. Also nicht nur die Lampe muss noch weniger Strom verbrauchen, sondern auch die Rechenzentren müssen Energie sparen. Und auch die Verarbeitung der Daten für automatisiert fahrende Autos muss noch sparsamer vonstatten gehen. Dann lösen wir alle Probleme auf einmal. Der König war skeptisch, nachdem er bereits die anderen Versuche scheitern sah. Doch der Geschäftemacher war von seiner Idee überzeugt.
glaub mir, das wird mal eine führende Strategie, der viele Menschen vertrauen. Und sie wird nicht nur für Geräte gelten, sondern für alle anderen Lebensbereiche auch. Na gut, stimmte der König ein, probieren wir es aus. Nachdem alles im Königreich effizienter, so war der Fachbegriff dafür, gestaltet wurde, sank der Stromverbrauch im ganzen Land. Doch eines Abends bekam der König einen Anruf von seinem Energiebuchhalter. Ich kann es mir nicht erklären, lieber König, wimmerte er, aber der Energieverbrauch explodiert. Am nächsten Morgen sammelte der König seine besten Berater um sich. Als er in den Besprechungsraum kam, bemerkten diese ihn nicht. Denn sie unterhielten sich gerade begeistert über ihre Stromrechnung. Diese waren in den Tagen davor an alle Haushalte des Landes verschickt worden. Jeder der Berater hatte Energie und damit Geld gespart. Einer erzählte, dass er von dem gesparten Geld einen Scheinwerfer für seinen Sohn gekauft hatte, damit dieser auch nachts Fußball spielen konnte. Ein anderer hatte sich ein neues, noch größeres Auto bestellt. Die anderen stimmten in die Erzählung ein. Jeder der Berater hatte seine eigene Geschichte. Schließlich machte der König sich bemerkbar und löste die Versammlung auf. Die Erklärung, die er suchte, hatte er schon gefunden. Ihm war klar, dass er in seinem Land den sogenannten Rebound-Effekt beobachten konnte. Davon hatte er vor einigen Jahren auf einer Reise in ein fernes Land gehört. Aber leider hatte er zuvor nicht daran gedacht, als er sich von der Begeisterung des fünften Geschäftemachers anstecken ließ. Am Ende hatte keiner der Geschäftemacher sein Versprechen eingelöst. Enttäuscht, aber ohne Zweifel verbannte der König die fünf Männer. Er beschloss, dass jeder Untertan nur noch neue Geräte kaufen durfte, wenn die alten kaputt und nicht mehr reparierbar waren. Außerdem legte er für jeden Menschen ein Energiebudget fest. Wer mehr verbrauchte, musste dafür viel Geld bezahlen. Mit diesem Geld finanzierte er Reparaturcafés im ganzen Land, die jeden Tag geöffnet waren. Statt automatisierten Autos entschied er sich dafür, ein Netz aus selbstfahrenden Zügen und Straßenbahnen zu bauen. Sie sollten auf eigenen Schienen unterwegs sein. So waren sie sehr einfach und mit wenig Aufwand zu betreiben. Der König suchte im ganzen Land weitere Fachleute mit echten Lösungen. Zusammen mit ihnen verbesserte er das Leben der Menschen. Auch die Natur wurde geschont und nicht weiter zerstört. Und wenn er nicht gestorben ist, dann lebt er noch heute. Wir brauchen noch die Moral von der Geschichte, genau. Oder? Moment. Und die Moral von der Geschichte, wie im Märchen, ist's im wahren Leben leider nicht. Liebe Anja, das war ganz fantastisch, aber weißt du, was du vergessen hast? Die Katzenvideos. Ja, also die nächste Geschichte dann noch, die Katzenvideos bitte einbauen. Ja? Du bekommst natürlich jetzt auch hier den Luftrüssel deiner Wahl. Rosa natürlich, danke. Rosa auch, sehr schön. Und dann brauchen wir auch dich natürlich für unseren kleinen Zufallsbuzzer. Ich starte den mal. Und... du sagst jetzt Stopp. Spannung, Spannung. Also, wir haben jetzt Beispiele gesehen, wie Technologie für grüne Ziele verwendet werden kann. Wenn wir in den Energiesektor gucken, da ist es natürlich ganz wichtig, wenn wir über die Netze nachdenken und wie die dann gesteuert werden sollen. Wir haben jetzt gesehen, dass wir auch Technologien selbst grün machen müssen, dass wir unser Verhalten ändern sollten. Aber was wäre dann natürlich die Bits und Bäume, wenn es bei dieser Einbahnstraße Technologie für Nachhaltigkeit bliebe? Auch die Techies haben schon lange, wir Techies haben schon lange Nachhaltigkeitsprinzipien, die wir vielleicht noch nicht immer so genannt haben oder haben ein bisschen einen anderen, vielleicht auch einen etwas umfassenderen Begriff von Nachhaltigkeit, zum Beispiel bei der Softwareherstellung und Softwarepflege. Und vielleicht können wir damit auch die grünen Aktivisti ein bisschen sozusagen mitnehmen, den Begriff auch nochmal ein bisschen anders und weiter und neu zu sehen. Und da geht es dann nämlich nicht nur bei Software um Energieverbrauch, sondern um ganz andere Aspekte. Und welche das sind, das wird jetzt Anja vorlesen. Also Anja wird uns vorlesen, wer uns darüber informiert. Carina Haupt, nachhaltige Softwareentwicklung für weniger explodierende Raketen. Carina, komm doch bitte auf die Bühne. So,
Ja, hallo Carina, schön, dass du da bist. Carina, für diejenigen hier, die Sie nicht kennen, leitet die Forschungsgruppe Software Engineering im DLR, also Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, und untersucht gerade für unseren Kontext hier oder in unserem Kontext die Forschungsfrage, wie unterstütze ich ForscherInnen dabei, nachhaltig Software zu entwickeln. Sie ist außerdem Mitglied des Vereins DRSE, Deutsche Research Software Engineers, mit dem Slogan Better Software, Better Research. Und sie ist Open Source Free Software Enthusiastin und wir freuen uns auf 8 Minuten über nachhaltige Softwareentwicklung. Herzlich willkommen und Dankeschön. Und wir starten mit 3, 2, 1, Sporangium. Ja, vielen Dank. 8 Minuten. Ich hoffe, meine Stimme hält durch. Ich habe 1,5 Tage jetzt fast nicht gesprochen, damit ich das jetzt packe. Genau, nachhaltige Softwareentwicklung für weniger explodierende Raketen. Was das eine mit dem anderen zu tun hat, dazu komme ich sofort. Erstmal, nachhaltige Softwareentwicklung ist ein Begriff, der relativ weit verbreitet ist, aber keine wirklich feste Definition hat. Ich spreche nicht allerdings heute davon, dass wir unsere Computer jetzt alle zwangsläufig mit Ökostrom betreiben müssen. Also das ist da, was ich nicht darunter verstehe, auch wenn das wahrscheinlich eine gute Idee ist. Genauso geht es auch nicht darum, irgendwie aus nachhaltigeren Materialien unsere Computer zu bauen. Stattdessen geht es darum, Softwareentwicklung so zu betreiben, dass Software nachhaltig weiter genutzt werden kann. Das bedeutet, dass einfach jemand anders die entwickelte Software auch nutzen kann. Und mit jemand anders meine ich auch zum Beispiel euch selbst in 3 Monaten. Das Ganze, damit eben Software weiter genutzt werden kann, muss man sich ein paar Sachen anschauen. Und da ich euch ja Raketen versprochen habe, zeige ich euch direkt mal ein Beispiel, wo das nämlich versucht wurde, aber leider gescheitert wurde mit der Nachhaltigkeit. Und zwar am Beispiel der Ariane 5. Das Ganze ist von 1996, also ein bisschen schon her. Aber man hatte damals für die Ariane 4 einen Steuerungscomputer gebaut oder einen Assistenten dafür. Und der hat super funktioniert, die kompletten Ariane 4, alle Flüge durch. Deswegen hat man beschlossen, wir fangen nicht wieder von vorne an. Wir sparen uns das Geld, wir sparen uns die Ressourcen, wir sparen den Aufwand und benutzen das auch für die Ariane 5. Das war der Jungfernflug. Es sollten ein paar Satelliten in die Magnetosphäre der Erde gebracht werden. Und sah auch erstmal ganz gut aus. Die Rakete ist gestartet, aber plötzlich kam es zu einer starken Kursabweichung. Das heißt, die Rakete ist wirklich sehr plötzlich abgebogen. Das ist nicht so richtig gut. Da wirken ganz schöne Kräfte und es ist passiert, was man sich vorstellen kann. Sie ist nach 39 Sekunden zerborsten. Das Ganze sah dann so aus, Feuerwerk. Das Ganze ist mit 370 Millionen US-Dollar einer der teuersten Software-Bugs gewesen. Denn das Ganze war ein Softwarefehler. Das Problem ist, wenn man von einer Ariane, oder die Idee natürlich von so einer Ariane 5 im Gegensatz zu 4 ist, ist eine Zahl hoch, es ist größer, schneller. Das heißt, die Ariane 5 hatte einfach Beschleunigung, die deutlich höher war als die der Ariane 4. Dadurch kam es zu einem Buffer Overflow. Und man hatte sich damals schon gedacht, ja, wenn irgendwas schief geht, dann sollen halt Diagnosedaten ausgegeben werden. Der andere Stück der Software, was damit agiert hat vom Steuerungscomputer, hat das allerdings als normale Werte angenommen, also als Position Beschleunigung, hat eben darauf das entsprechend interpretiert und deswegen kam es eben zu dieser abrupten Kursänderung und zur Explosion. Wie gesagt, schönes Beispiel für Nachhaltigkeit, gone wrong. Man wollte es benutzen, aber wenn man eben nachhaltig sein möchte, wenn man bestehende Software weiterverwenden muss, muss diese entsprechenden Kriterien entwickelt werden. Entschuldigung. Und es muss eben Tests geben. Und gerade in der Softwareentwicklung gibt es eigentlich was ganz Klassisches, den sogenannten Integrationstest, wo man eben Komponenten zusammenschaltet und eben schaut, vertragen die sich, funktioniert das? Hier hat man das dann im Nachhinein gemacht. Man hat genau das ganze Testszenario aufgebaut, um dann festzustellen, jupp, wir kommen zum gleichen Ergebnis, die Rakete würde explodieren. Leider war es spät. Der Vorteil ist, das Ganze hat für mehr Aufmerksamkeit geführt, für eben Gefahren bei der Entwicklung komplexer Softwareentwicklungssysteme und damit auch mit Weiterentwicklung und weiter neueren Methoden in der Softwareentwicklung und im Software Engineering.
Das heißt, was zu nachhaltiger Softwareentwicklung gehört, ist einfach, sich mit verschiedensten Feldern auseinanderzusetzen, vom Anforderungsmanagement über eben die Softwarearchitektur, dass man das passend aufbaut. Bei dem Design und Implementierung muss man es berücksichtigen. Man muss einen Prozess haben, wie man Änderungen durchführt. Testing, hatten wir gerade das schöne Beispiel, muss vorhanden sein. Und auch noch Release Management, Automation Dependency. Wenn ich das jetzt alles erkläre, dann spreng ich für jeden Feld locker 8 Minuten. Deswegen habe ich euch stattdessen etwas mitgebracht, nämlich mal Mindestanforderungen für jedes kleine Skript. Und deswegen ganz kurz die Frage, mal alle Hand hoch. Wer entwickelt denn, hat hier mal schon mal Code geschrieben? Irgendwas, nur ein paar Zeilen. Okay, das sind viele. Jetzt schauen wir mal, ob ihr die Mindestanforderungen erfüllt. Der erste ist nämlich, stell deinen Code unter Versionskontrolle. Ob SVN, Git, egal. Also Arme hoch, wer stellt seinen online? Was? Sind nicht mehr ganz so viele, aber immer noch ein großer Teil. Schritt 1, sehr gut. Der zweite ist, stell sicher, dass sich dein Code in einem teilbaren Zustand befindet. Ganz kurz, was bedeutet das? Das bedeutet, sich an einen Kurzteil zu, Entschuldigung, an einen Kurzteil zu halten, sprechende Namen für Funktionen und Methoden zu benutzen, Code-Kommentare zu schreiben an den Stellen, die relevant sind, überhaupt Funktionen zu benutzen und vielleicht auch eine ordentliche Struktur zu haben, in denen ich meinen Code ablege. Wer von euch glaubt, dass er sich daran hält? Es werden weniger. Nächster Schritt, füge die wesentliche Dokumentation hinzu. Ja, beliebtes Thema. Ich halte mich hier wirklich sehr knapp. Nämlich, mir geht es dabei erstmal um eine README. Wer mal bei GitHub geguckt hat, was da so an Projekten liegt, viele haben keine README. Und da fehlen, oder manche haben eine, aber es fehlen wesentliche Informationen, wie zum Beispiel der Name der Software und was er bedeutet. Auch sehr schön, der Zweck, worum geht es eigentlich, in 2, 3 Sätzen das zu beschreiben. Wie installiere ich das Ganze? Was sind Abhängigkeiten, die ich habe und welche Lizenzen haben die? Wie starte ich das Ganze, eine Information, die fast nie existiert? Oder wie kann ich denn zu diesem Code contributen, also Änderungen beifügen? Wer hat eine README, die all diese, oder sagen wir mal zumindest bis auf 1 oder 2 alles erfüllt? Okay, das sind nicht mehr viele. Füge eine Lizenzdatei hinzu oder überhaupt Lizenzinformationen. Entschuldigung, meine Stimme. Lizenz, ohne Lizenzinformationen, wenn ihr euren Code verfügbar macht, kann der von jemand anderem nicht sicher genutzt werden. Denn solange das einfach nicht da ist, ist es ein Graufaser. Eigentlich habt ihr so lange nur das Recht daran. Das heißt, packt eine Lizenzinformation dazu, stellt das Ganze unter eine Open-Source-Lizenz, die existiert und gut ist das Ganze. Der nächste Punkt, erstellt ein Release. Denn nur weil euer Code da draußen ist, bei einem kleinen Skript ist das schon mal okay, das reicht vielleicht, wenn es aber ein bisschen größer wird, bereitet euren Code vor, das heißt, testet nochmal, wie das Ganze aussieht, ob das funktioniert, schreibt dran, was es für Änderungen gab und vergebt eine Release-Nummer, damit Leute auch sehen, wenn sich Änderungen geben. Und zuletzt, ausgegraut, weil das ist was, wenn man vor allem aus dem Forschungskontext kommt, macht deinen Code zitierbar. Das heißt zum Beispiel der README, so einen kleinen Hinweis zu machen, wie man denn den Code zitieren soll. Denn momentan ist es das in der Forschung, insbesondere an Papern, wie unser Erfolg gemessen wird, aber nicht an Softwareentwicklung. Und deswegen Softwareentwicklung einfach nicht den gleichen Stellenwert hat wie Paper schreiben, obwohl es eigentlich etwas viel, viel Relevanteres ist. Für alle, die das Ganze interessiert und die sich das mal im Detail angucken wollen, habe ich hier mal 2 Links mitgebracht, nämlich es gibt so Guidelines, da bei den einen habe ich eben mitentwickelt vom DLR, aber es gibt auch andere, wie das eScience Center aus den Niederlanden, die solche Guidelines entwickeln und da findet ihr wirklich Informationen und Checklisten Schritt für Schritt, wie ihr euren Code nachhaltig machen könnt. Und jetzt, mal schauen, ob sie mich wegtrözen, habe ich noch eine Bonusfolie mit, weil ich habe ja Raketen versprochen, jetzt hatte ich nur eine bisher. Ein kleines Beispiel, wo nämlich auch es schiefgegangen ist, ist der Mars-Polarländer, der wollte landen. Er hat die Beine runtergeklappt. Das wurde als Vibration festgestellt. Ein anderer Teil der Software war der Meinung, oh, Vibration, wir sind gelandet. Das Ganze war aber noch 40 Meter über dem Boden. Der Fallschirm wurde abgeworfen, das Ding ist reingekracht auf den Boden. Und eine Truppe wusste, dass das mit den Vibrationen passieren konnte. Die andere wusste nichts, weil es wurde nicht in die Spezifikation geschrieben. Und wir wissen bis heute nicht, was mit dem Mars-Polarländer ist. Wir haben nicht mal den Krater gefunden. Vielen Dank, das war's. Großen Applaus. Danke. Ich sehe, Banks, du bist strenger. Sehr gut. Okay, wunderbar. Ich glaube, dieser Luftrüssel hat sich einfach von Carina anstecken lassen und ist dann einfach auch heiser geworden. Genau, also ist ein schönes Beispiel dafür. Wissenschaft ist danach zu wissen, warum es nicht funktioniert hat. Okay. Also, herzlichen Dank und wir sorgen jetzt auch wieder für
das Karussell. Du kannst jetzt nochmal entern. Okay, also wir hatten ja jetzt einen Blick auf einzelne Mikrokosmen und vielleicht auch Megakosmen oder Makrokosmen für eine nachhaltige Zukunft geworfen und dabei gelernt, was Nachhaltigkeit beispielsweise auch für Technologie bedeuten kann oder heißen muss. An dieser Stelle vielleicht ein kleiner Hinweis auch auf konviviale Technik. Insbesondere Andrea Vetter hat dazu gearbeitet und eine Matrix erstellt, inwiefern nachhaltige Technik auch umfassen kann, zum Beispiel wer eigentlich mitbestimmt, welche Features und welche Funktionen eine Technik haben kann. Ihr könnt euch ja mal überlegen, ob eine Kundinnenumfrage von einem großen Konzern tatsächlich irgendeine Auswirkung hat und wer da tatsächlich bestimmt und wie man sowas aushandeln kann. Aber wir müssen eben dabei eben, dürfen nicht vergessen, dass Nachhaltigkeit eben nicht nur ökologisch langfristig zu denken bedeutet, sondern eben auch sozial langfristig zu denken. Vieles davon wird aber aktuell gerade auch nicht umgesetzt, wird blockiert und verschleppt oder naja, derartiges, von kaum wirksamen CO2-Preisen über inkonsequenten Datenschutz bis hin zu Kohlekraftwerkslaufwerkzeiten. Ob aus Ahnungs- oder Visionslosigkeit oder aus ganz eigenen Agenden, das sei mal dahingestellt. Aber wir wollen nicht immer nur meckern, sondern auch was konstruktiv konkret fordern und zeigen, was es zu tun gibt. Und die Bits und Bäume-Organisationen haben deswegen sich an einen Tisch gesetzt und zwischen Techie-Vereinen und Entwicklungspolitik und KlimaexpertInnen auf einen gemeinsamen Nenner sich verständigt. Es kann ja so schwer also nicht sein. Mögen sich also die politischen Parteien doch mal eine Scheibe abschneiden. Also unterstützt werden unsere Forderungen von knapp 500.000 Menschen in den Organisationen wie im BUND oder CCC. Und deswegen kannst du gerne mal... Moment. Halt, stopp! Das kann man nicht zulassen. Ich glaube, wir müssen hier mal gehen. Also, Forderungen, ja, zum Forderungskatalog, das ist ja schön und gut und die sind ja auch super, aber das Problem bei so einem Forderungskatalog ist ja, das ist sowas, das liest man sich durch und dann vielleicht veröffentlicht man es, aber meistens heftet man das dann irgendwo ab und so. Und das darf man so nicht machen. Ich meine, das sind Forderungen, die sind super wichtig. Wie ich sage dazu, wir dürfen das nicht einfach einen Forderungskatalog nennen, sondern wir müssen das ein Manifest nennen, dass wir eben verteidigen, dass wir in die Welt rausrufen. Es ist ein Manifest mit 11 Thesen und wir wissen, Thesen müssen irgendwo reingehämmert werden und nicht an irgendwelche alten Türen, sondern in die Köpfe der Leute. Wir müssen das inkorporieren, wir müssen das in die Welt rausrufen und das machen wir jetzt. Und ich bin nicht alleine, sondern mit dem Chor der Vermummten, der unterstützt die Thesen nämlich auch. Genau, also jetzt kommen die 11 Thesen der Witz und Bäume. Geht's gleich los hier. So. 3, 2, 1, Sporangium, sag ich trotzdem noch. Ja, genau, also wir fangen an. Erster Punkt. Gemeinwohl. Die Gestaltung der Digitalisierung soll dem Gemeinwohl dienen, das ist ja wohl klar. Sie darf eben nicht einseitig auf der Förderung einer wirtschafts- und wachstumspolitischen Agenda abzielen, sondern muss auf Sozial-, Umwelt-, Entwicklungs- und friedenspolitische Ziele ausgerichtet sein. Die Digitalisierung soll zu einer nachhaltigen Energie-, Verkehrs-, Agrar- oder Ressourcenwende beitragen und konkrete Beiträge zur umfassenden Gewährleistung der Menschenrechte, der Klimaschutzziele und zur Beendigung von Hunger und Armut leisten. Eine nachhaltige Digitalisierung in unserem Sinne setzt auf sinnvolle, menschenwürdige Arbeit, soziale Gerechtigkeit und suffiziente Lebensstile. Dann, es geht gleich weiter, zweitens, das ist ja auch klar, Demokratie. Genau, Basis einer gerechten Gesellschaft sind demokratische Entscheidungen, sind Prozesse. Die Digitalisierung muss in sich demokratischer gestaltet werden und gleichzeitig demokratische Prozesse unterstützen, statt diesen entgegenzuwirken. Das ist ein Skandal.
Dafür müssen sie konsequent darauf ausgerichtet werden, emanzipatorische Potenziale, dezentrale Teilhabe, offene Innovation und zivilgesellschaftliches Engagement zu fördern. Dann das Nächste, das muss ich ja euch nicht unbedingt erzählen, aber ich sag's trotzdem, Datenschutz. Datenschutz, Manipulationsfreiheit und informationelle Selbstbestimmung sollen als Grundlage von freien, demokratischen, friedlichen und langfristig souveränen Gesellschaften national und global vorangetrieben werden. Ja, ich mache aber mal weiter, weil das nächste ist ganz wichtig. Viertens. Monopole zerschlagen. Genau, Monopole zerschlagen. Es müssen Rahmenbedingungen zur Kontrolle digitaler Monopole geschaffen werden, damit sich im Norden und globalen Süden eine eigene, selbstbestimmte digitale Wirtschaft entwickeln kann. Bestehende Monopole. Ihr könnt euch das vorstellen, das passt ja auch ganz gut. Okay, also bestehende Monopole von BetreiberInnen kommerzieller Plattformen müssen gebrochen werden. Man kann es nochmal sagen, genau. Bestehende Monopole kommerzieller Plattformen müssen gebrochen werden, indem beispielsweise eine definierte Schnittstelle zum Austausch zwischen Social-Media-Diensten verpflichtend eingeführt wird. Das sind ganz konkrete Sachen, die kann man direkt machen. Dann fünftens, Bildung. Ja, ist ja auch klar. Ja, digitale Bildung. Bildungsangebote zu Technik und Wirkungsweisen müssen elementarer Bestandteil des öffentlichen Wissens sein. Das muss die Politik, da muss die Politik drauf hinarbeiten. Ein kritischer und emanzipatorischer Umgang mit digitaler Technik soll ein Teil von digitaler Bildung sein. Dazu gehört auch der kompetente Umgang mit sowas wie Falschinformationen und Hassrede in digitalen Medien. Oh, ich muss ein bisschen schneller machen. Also sechstens, Global Justice, das ist besonders wichtig. Länder des globalen Südens müssen die Möglichkeit haben, eine eigene und auf die lokalen und nationalen Bedürfnisse ausgerichtete Digitalisierung zu entwickeln. Alle Gesellschaften sollen gleichen Anteil an Nutzen und Kosten der Digitalisierung haben können. Das ist so wichtig, das sage ich nochmal. Alle Gesellschaften sollen gleichen Anteil an Nutzen und Kosten der Digitalisierung haben können. Die negativen Seiten wie menschenwürdige Arbeitsbedingungen, Umweltverschmutzung, Gesundheitsschäden und Elektroschrott dürfen nicht einseitig auf den globalen Süden abgewälzt werden. Daran anschließen, das passt gleich dazu, Really Fair Trade, habe ich das mal zusammengekürzt. Bilaterale und multilaterale Handelsabkommen dürfen keine Verbote und Einschränkungen in den Bereichen Besteuerung, Offenlegung des Quellcodes und Ort der Datenverarbeitung enthalten. Das ist blöd. Okay, das nächste ist ein bisschen lang, ich habe es auch mal zusammengefasst in Be excellent to each other. Und das Problem ist, wenn das nicht passiert, dann muss man das verpflichtend machen. Also, die Technologiebranche muss verpflichtet werden, in Fragen der Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit die Prinzipien menschenrechtlicher und ökologischer Sorgfaltspflichten in den Abbau- und Produktionsländern konsequent anzuwenden. Alles andere ist Quark. Okay. Neuntens, IT-Sicherheit, brauche ich euch auch nicht groß erzählen. Ich kürze das kurz zusammen. Schlechte Software ist schlecht, das wissen wir. Darum bedarf es einer Softwarehaftung, damit Softwarehersteller die Verantwortung für die entstehenden Risiken tragen, statt die Qualität der Software in den Profit zu unterwerfen. Jetzt, lang lebe die Software! Software muss selbstbestimmt nutzbar sein, reparierbar sein und langfristig instand gehalten werden, so wie es Open-Source-Software bereits verwirklicht. Hersteller müssen dabei daher beispielsweise Sicherheitsupdates für die Hardware-Lebensdauer von Geräten bereitstellen
und am Ende des Supports den Quellcode als Open-Source-Variante freigeben, statt Software-Logs einzubauen. Was soll denn das? Dann elftens, das ist die letzte These. Lang lebe die Hardware. Elektronische Geräte müssen reparierbar sein und recycelbar. Geplante Obsoleszenz darf es nicht geben. Genau, wie macht man das? Dafür müssen Garantiefristen massiv ausgeweitet werden. Hersteller müssen Ersatzteile, Reparaturwerkzeug und Know-how für alle anbieten und langfristig vorhalten. So, die soll unterstützt werden durch eine stärkere finanzielle Förderung offener Werkstätten und gemeinwohlorientierter Forschung und Produktentwicklung. Öffentliches Forschungsgeld darf es nur für Open-Source-Produkte geben. So, und das Problem ist ja, dass bei diesen Forderungen, ja, da denkt man, ja, die stimmen, das ist mit Sinn und Verstand, aber morgen erinnert man sich vielleicht nicht mehr dran, weil man in der Realität dann doch wieder irgendwie was anderes macht. Und darum müssen wir darauf aufmerksam machen, wir müssen Aufmerksamkeit darauf ziehen. Und ja, darum mache ich jetzt was ganz Effekthascherisches, aber deshalb mache ich jetzt einfach mal diesen Tisch kaputt. Also, denkt an die 11 Thesen, sie sind wirklich sehr gut. In dem Sinne, Gemeinwohl, hip hip hurra, lang lebe die Hardware. Das ist ein schlechtes Bild, es war ein typischer 70er-Jahre-Move. Wir müssen sagen, wir sind weiter, wir machen es anders. Darum machen wir jetzt hier so ein Repair-Café auf, ein gemeinwohlorientiertes Repair-Café. Kommt, mehr langlebige Tische. In dem Sinne, tschüss. Wir brauchen nicht noch. Ich glaube, die haben wir, glaube ich, verloren. Ich glaube, das war auf jeden Fall sehr eindrücklich. Hau doch bitte noch mal hoch. Ich glaube, ich muss den Buzzer drücken. Ja, du musst den richtig. Kein Protest ohne Buzzer. Also, vielleicht habt ihr diese zauberhafte Stimme übrigens erkannt, ja? Vielleicht von dem ein oder anderen Protest. Denn Elinos jodelt auch sehr gerne bei Esels Albtraum. Und das zeigt uns nämlich, dass Protestieren auch wirklich Spaß machen kann. Und deswegen empfehle ich allen, demnächst mal zu Protesten zu gehen und zu gucken, ob sie euch hören. Und man kann das auch wunderbar mitjodeln. Ich liebe es. So, jetzt kommen wir hier zu deiner Aufgabe. Ich bereite mal die Lottokugel vor. Und bitte, wenn du denkst, jetzt fühlt es sich richtig an, drückst du Enter. Ja? Das ist das mit diesem Pfeil drauf, mit dem Hakenpfeil. Fake News. Ja, genau. Ja. So, Moment, ich muss ja aussehen. Ah ja, sehr hübsch. Passt eigentlich ganz gut. Vielleicht wollte ich noch eigentlich sagen, diese Forderung, ne? Die Forderungen sind sehr gut und ihr musstet die euch jetzt nicht merken. Ja? Die könnt ihr alle nachlesen unter bits-und-bäume.org/Forderungen. Und um diese Forderungen zu verstehen, wollen wir auf jeden Fall mal daran erinnern, dass Nachhaltigkeit bei alledem unser Ziel ist und Technologie einfach immer nur eins der Werkzeuge, eins der möglichen Werkzeuge, dahin zu kommen. Ja? Technologie ist genauso wie sowas wie, jetzt sage ich dieses Bullshit-Bingo-Wort, Innovation, einfach nie ein Selbstzweck, sondern es muss immer eingesetzt werden für einen Sinn und für eine Zielgerade, auf die wir hinarbeiten. Genau, und deswegen sind unsere zentralen ersten beiden Forderungen, wie ihr gesehen habt, auch relativ groß und stellen vor allem auch sowas wie Demokratie in den Mittelpunkt von uns allen und von grüner und auch digitaler Zukunft. Und deswegen werden wir jetzt hören, wie Klimaschutz und Datenschutz eigentlich zusammengehören und warum dies beides zusammen gedacht werden muss. Und jetzt bitte ich dich, genau das kurz vorzulesen. Wir freuen uns auf Viktor Schlüter. Datenschutz, Klimaschutz, Zukunft. Einen warmen Applaus. Ich nehme mich in Kauf. Und
Und diese Forderungen können übrigens auch unterschrieben werden. Wer den fängt, muss als nächstes die Forderungen auswendig lernen und anderen genauso effektvoll predigen. Oder 15 Mal abschreiben mit Kreide. Okay, hallo Viktor, schön, dass du da bist. Wir kennen Viktor noch aus seiner aktiven Zeit bei Amnesty International. Und er hat 2017 den Verein Digitale Freiheit mitgegründet und ist da seitdem aktiv. Außerdem für alle mit großen Ohren von weiter weg und für alle anderen haben es von dichter dran, zum Beispiel im About Freedom Cluster gehört jetzt. Und wo wart ihr gestern? Chaos West. Im Chaos West auch noch. War er auch noch unterwegs mit seiner Datenschutz-Electro-Punk-Band. Da sind sie zwei Leute namens Systemabsturz. Sehr hörenswert von Musik und Text. Ja. Okay, schon die. Wir sind hier infiltriert schon von Fans. Ja, Thesen kann man dann auch tanzen, ne? Also das. Thesen, genau. Das haben wir ja gerade gesehen, was man alles tanzen kann. Außerdem studiert und arbeitet er im Bereich IT-Security. Viktor, das ist jetzt dein Floor und zwar nach 3, 2, 1. Sporangium! Ja. Ich muss euch nicht erklären und erzählen, was im letzten Jahr passiert ist. In Deutschland haben Millionen von Menschen auf der Straße protestiert für Klimagerechtigkeit und international noch viele mehr. Fridays for Future hat in Deutschland eine richtig starke Verschiebung der öffentlichen Debatte geschafft. Weg von Immigrationspolitik und hin zu, oh, wir haben da eine Klimakrise und wenn wir da nichts gegen machen, dann werden ganz viele Menschen sterben. Das ist ziemlich gut. Ich glaube, die Richtung ist gut. Ich glaube, wir sind uns alle einig. Im letzten Jahr haben wir es in wichtige Richtungen geschafft. Aber wir haben das Problem, dass zum einen die Klimakrise vermutlich viele Tierarten bedrohen wird und viele Tierarten aussterben werden. Auf der anderen Seite wird vermutlich aber auch sowas wie Fridays for Future, das ist auch bedroht. Und vermutlich wird auch das aussterben, wenn alles so weitergeht wie bis jetzt. Denn wenn alles so weitergeht wie bis jetzt, dann wird es in 15 Jahren vermutlich nicht mehr eine Massenbewegung wie Fridays for Future geben können. Warum das so ist, will ich euch jetzt erklären. Das Ganze fängt an im Jahr 2001, als zwei Flugzeuge in zwei Hochhäuser in den USA gestürzt sind und sehr viele Menschen getötet haben. Als Antwort darauf haben sehr viele westliche Demokratien, inklusive Deutschland und den USA, massiv Massenüberwachungsmaßnahmen ausgebaut. Ich finde, Überwachung kann man jetzt gut immer teilen in Überwachung von Verhalten und Überwachung von Bewegung. Und zum Verhalten gehört natürlich auch die Kommunikation. Wir haben mittlerweile in Deutschland eine Vorratsdatenspeicherung, was eine Überwachung von unverschlüsselter Kommunikation bedeutet. Außerdem ist das Internet stark in der Hand von Datenkonzernen, die alles analysieren und speichern, was sie auch nur irgendwie in die Hände kriegen. Immer wieder wird außerdem darüber diskutiert, Backdoors in Messengern einzufügen oder die Verschlüsselung zu schwächen, um auch eine Überwachung von verschlüsselter Kommunikation zu ermöglichen. Auf der Seite von Bewegung gibt es mittlerweile eine Fluggastvorratsdatenspeicherung in Europa. Wir haben eine stark ausgeweitete Mobilfunkzellenabfrage und es ist abzusehen, dass in Deutschland Gesichtserkennungssysteme eingesetzt werden. In Zukunft, das passiert jetzt noch nicht. Das Problem an Gesichtserkennung ist, dass man technisch komplett nachvollziehen kann, welche Person zu welchem Zeitpunkt wo war. Und im Gegensatz zu einer Handy-App, die auch irgendwie erzählt, wo man sich so rumtreibt, gibt es keinen Opt-out-Mechanismus. Man kann nicht ohne Gesicht in der Öffentlichkeit rumlaufen. Das heißt, man kommt da nicht mehr raus. Ich bin jetzt keine Person, die sagt, wir haben jetzt schon eine lückenlose Überwachung in Deutschland. Wir haben eine Überwachung von Verhalten und Bewegung in Deutschland. Aber ich glaube, wenn man sich vorstellt, was in den letzten 15 Jahren passiert ist und das nochmal 15 Jahre weiterdenkt, dann kann es wirklich gut sein, dass wir in 15 Jahren zu einer vollständigen Überwachung von Verhalten und Bewegung kommen. Und dann kriegen wir ein Problem. Denn dann ist es nicht mehr möglich, zu protestieren, ohne eine Datenspur zu hinterlassen. Denn wenn ich protestieren möchte, dann muss ich mich immer irgendwie verhalten und meistens muss ich kommunizieren. Und wenn der Protest auf einer Straße stattfindet, dann muss ich mich dahin bewegen. Und wenn es jetzt nicht mehr möglich ist, zu protestieren, ohne eine Datenspur zu hinterlassen, dann kriegen wir das Problem, dass soziale Massenbewegungen, wie wir sie heute kennen, nicht mehr möglich sind. Denn
bei einer sozialen Massenbewegung, wenn man da bei einem Massenprotest teilnehmen möchte und es nicht möglich ist, zu protestieren, ohne eine Datenspur zu hinterlassen, dann muss ich mich immer davor fragen, kann ich mir das überhaupt leisten? Kann ich damit umgehen, dass potenziell bis in alle Zukunft mich irgendjemand damit konfrontieren wird, du warst bei dieser Protestaktion, was hast du da gemacht? Jetzt denke ich irgendwas anderes von dir. Vielleicht ist diese Person darauf angewiesen, später mal verbeamtet zu werden. Vielleicht möchte sie hier diesen Mietvertrag bekommen, hier bei dieser Krankenkasse angenommen werden. Vielleicht ist sie hier auf diesen Job angewiesen. Vielleicht muss sie auf jeden Fall vermeiden, auf irgendwelchen Listen von der Polizei zu landen. Außerdem kann man nie absehen, welches politische System wir in Zukunft haben werden. Und das ist einfach nicht kalkulierbar. Das muss sich jede Person fragen, kann ich mir das leisten? Außerdem sehen meisten Proteste ja meistens so aus. Es gibt kleinere Gruppen, die sehr stark hinter dem Thema stehen und größere Gruppen, die das Thema zwar auch wichtig finden, aber jetzt keine großen Risiken dafür eingehen würden, da mit zu protestieren. Ich denke da zum Beispiel an Familien und Schulklassen, die man bei den Klimastreikdemos gesehen hat. Und es wirkt jetzt vielleicht erstmal komisch, aber wir hatten das tatsächlich in Deutschland schon mal, dass man Nachteile erfahren hat, weil man bei Demonstrationen war. Das war in den 70er Jahren und das war der sogenannte Radikalenerlass. Damals wurde man, bevor man in den öffentlichen Dienst eingestellt wurde, wurde man vom Verfassungsschutz überprüft und da wurden dann viele Leute nicht eingestellt, weil sie eine zu große Nähe zu der 68er-Bewegung hatten. Wenn man sich das Ganze global anguckt, sieht es noch viel drastischer aus. Laut der Organisation Frontline Defenders wurden im letzten Jahr 321 MenschenrechtsverteidigerInnen getötet. Und das ist leider immer noch traurige Realität, dass wenn man sich weltweit für eine bessere Welt einsetzt, dass man mit persönlichen Nachteilen rechnen muss. Das Problem ist aber, wenn es nicht mehr möglich ist, soziale Massenbewegungen zu haben, dann haben wir ein riesiges Problem für unsere Demokratie. Weil das ist unsere beste Chance, uns weiterzuentwickeln, neue Ideen zu entwickeln, einen neuen Konsens zu finden. Und das brauchen wir nicht nur abstrakt für unsere Demokratie, sondern ganz konkret auch hier und jetzt, um die Klimakrise anzugehen. Denn ich denke, das ist die beste Chance, die wir haben, um was an der Klimakrise zu machen. So, wir haben das Problem. Ich komme auch gleich zu einer möglichen Lösung. Davor möchte ich aber einen kurzen Einschub machen. Und zwar, wenn man Leute im Campaigning fragt, dann sagen die immer, dass man für Mobilisierung eine Krise braucht. Um Leute zu aktivieren, zu mobilisieren, muss man ihnen zeigen können, du musst jetzt etwas machen, du musst jetzt aufstehen. Und es hat nicht bis in einen Monat Zeit. Es muss jetzt passieren. Und die Klimaschutzbewegung, die schafft das mittlerweile ziemlich gut. Die schafft das ziemlich gut zu sagen, wir müssen jetzt protestieren. Weil wenn wir zu lange warten, dann ist in 15 Jahren das Klima kaputt. Und wir in der Datenschutzbewegung, wir schaffen das oft noch nicht so gut. Denn viele Nachteile, vor denen wir waren, die sind noch weit in der Zukunft. Und dann schaffen wir es nicht, Leuten zu vermitteln, dass es so dringend, dass wir jetzt demonstrieren müssen. Und mein Vorschlag wäre, wir können das genauso machen. Wir können sagen, wir müssen jetzt demonstrieren, damit uns in 15 Jahren die Möglichkeit zu Protest ohne Datenspur nicht verloren gegangen ist. Und dann sind die beiden Sachen eigentlich ziemlich ähnlich. Dann geht es beide Male darum, jetzt aktiv zu werden, um zu verhindern, dass uns in Zukunft etwas sehr Wertvolles verloren geht. Und das Schöne ist, die beiden Sachen bedingen sich sogar gegenseitig. Denn was bringt uns eine funktionierende Demokratie, wenn unser Klima völlig kollabiert ist? Und auf der anderen Seite, wir brauchen sogar die Freiheitsrechte und unsere Demokratie und die Möglichkeit zum Protest ohne Datenspur, um das Klima zu retten. Und dann kann man die Geschichte einfach so erzählen. Wir müssen das Klima retten, aber wir müssen auch das retten, was wir brauchen, um das Klima zu retten. Und weil ich denke, dass Massenbewegungen unsere beste Chance sind, das Klima zu retten, können wir einfach diese zwei Sachen fordern. Erstens Klimagerechtigkeit und zweitens ein Recht auf Protest ohne Datenspur. Und das könnte man in einer Zukunftsbewegung zusammendenken, wo es darum geht, wir müssen jetzt handeln, damit die Zukunft nicht scheiße wird. Und nach so viel Gerede kann man sich natürlich fragen, ja, schön und gut, was machen wir da jetzt? Patentrezepte habe ich leider auch nicht. Ich muss auch sagen, es war natürlich nicht meine Ursprungsidee, Klimaschutz und Datenschutz zusammenzudenken. Das kommt natürlich von den Bits- und Bäume-Menschen.
Aber ich habe Wünsche. Wünsche an mich, Wünsche an euch, Wünsche an uns alle. Und zwar, liebe Datenschutzmenschen, geht mal auf die nächste Klimaschutzdemo. Und am besten nehmt die ganzen Leute aus eurem Hackerspace mit. Liebe Klimaschutzmenschen, was wir jetzt vor allem brauchen, ist Sichtbarkeit. In den Gruppen, in denen ihr organisiert seid, redet über Protest ohne Datenspur, über die Möglichkeit zu Protest ohne Datenspur und warum das wichtig ist. Und am besten lasst euch einfach von uns auf die nächste Überwachungsdemo mitnehmen. Denn wir haben leider nicht viel Zeit. Die Klimaschutzbewegung hat 40 Jahre gebraucht, um ihre Argumente in der Öffentlichkeit zu präsentieren und zu etablieren. Wir haben gerade mal 15. Ich bin mir sicher, wir schaffen das, aber nur, wenn wir das zusammen machen. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Und großen Applaus. Wunderbar, herzlichen Dank für diese Zusammenführung der Bewegungen. Und ich finde es immer gut, Leute mit auf Demos zu nehmen, insbesondere wenn man dadurch interessante Freundschaften erzeugt. Okay, dann kommen wir zum nächsten Karussell, wo du quasi glücksradmäßig mal die Enter-Taste drücken kannst. Mach das mal jetzt. Oh, das ist ja sehr interessant. Also, lasst uns also alle miteinander und noch mehr mitmischen, Mehrheiten organisieren, wie es in einer Demokratie eben der Fall ist, Politik mitzubestimmen oder Politik zu bestimmen. Wir wollen ja nicht mitmachen, sondern machen. Demos anzetteln, politisches Handeln transparent machen, hinterfragen, gemeinsam gemäß dieser Ziele, die wir jetzt gehört haben, auszurichten. Wir haben ja nur diese eine Chance. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, sich daran zu erinnern, was wir am Anfang in dem ersten Talk gehört haben. Wie war das so schön? Das Klima verhandelt nicht und es ist für manche sowieso schon zu spät an dieser Stelle und da müssen wir noch Schadensbegrenzung betreiben und Gerechtigkeit, deswegen Klimagerechtigkeit. Aber wie geht es denn mit diesem zusammen? So ganz einfach ist es ja nicht, wenn so verschiedenartige Menschen mit verschiedenartigen vielleicht Ausrichtungen oder Verständnissen von Problemen irgendwie zusammenarbeiten wollen, da braucht es viel Disziplin und da braucht es viel Möglichkeiten und Rahmenbedingungen. Das heißt also, man könnte fragen, wie kommen denn Hacker und Ökos oder gemeinsam auf den Acker, könnte man reimerisch sagen. Liebe Grüße an Silke, danke für dieses Wortspiel. Geht das denn überhaupt? Also zwischen, man könnte jetzt klischeehaft sagen, schwarzen Hoodies und Hippie-Kleidchen. Das heißt, wo treffen wir uns und wie kann eigentlich unsere gemeinsame Sprache aussehen und wie können wir dafür sorgen, dass wir füreinander die Hürden nicht so hoch halten, um sich auch damit zu beschäftigen, was die anderen so tun. Deswegen kommt jetzt, bitte lies vor. Julia mit Raum für Wissen, wo wir uns treffen, um die Welt zu retten. Herzlich willkommen, Julia. Muss ich noch was gucken? Dankeschön. Liebe Julia, ich freue mich ganz besonders, dass du da bist. Ja, ich mich auch. Dankeschön. Du hast Germanistik und Soziologie studiert und bist jetzt quasi fertig und hast das in Jena und Osnabrück gemacht und hast jetzt deine Masterarbeit fertiggestellt zu Funktion und Legitimation feministischer Hackerspaces. Wen das interessiert, das hat sie auf der Chaos West Bühne an Tag 1, Tag 1. Genau, Tag 1 direkt. Auch nochmal erklärt. Ich glaube, das lohnt sich sehr, sich das anzuschauen. Außerdem bist du sehr viel unterwegs, generell für freies Wissen, freie Software, offene Daten. Du bist zum Beispiel Ehrenamtliche bei Jugend Hackt und bei Code for Germany. Du bist aktiv im Chaos-Treff Osnabrück und du bist oder warst, ich weiß nicht wie lange dann jetzt noch, in der Digital Courage Hochschulgruppe. Und deswegen bist du natürlich prädestiniert dafür, uns zu erklären oder erzählen, wie wir gemeinsam in Räumen uns die Zukunft aushacken, hacken, machen wir ein bisschen weiter Wortspiel, können. Und deswegen sage ich auch jetzt wieder, und jetzt möchte ich euch alle hören, 3, 2, 1, Sporangium! Sehr gut, dann fange ich direkt mal an und ich habe als allererstes das hier mitgebracht, einen Titel, aber vor allem dieses Zitat. Wer Macht hat Recht. Das ist ja so ein Spruch, wo man denkt, der ist eigentlich ziemlich geläufig in so aktivistischen Kontexten, egal ob das jetzt hier irgendwie im Chaos im weitesten Sinne ist oder vielleicht irgendwie in der Klimabewegung. Man sieht es ja auch, es funktioniert. Nicht nur reden, auch machen. Hat auch Greta Thunberg irgendwie gemerkt, ja, geredet haben viele,
sie hat einfach mal angefangen zu streiken. Jetzt habe ich aber wirklich letzte Woche, Anfang letzter Woche, meine Soziologie-Masterarbeit abgegeben. Und in Soziologie, da beschäftigt man sich mit der Frage, wie funktioniert eigentlich diese Gesellschaft? Und vor allem lernt man eigentlich alles zu hinterfragen. Vor allem alles zu hinterfragen, was irgendwie Menschen in dieser Gesellschaft und in diesen Strukturen machen. Und dann schaue ich mir diesen Spruch nochmal an und frage mich, okay, wer Macht hat Recht, aber wer kann denn eigentlich machen? Naja, das hängt ja vor allem davon ab, wer hat eigentlich die Möglichkeiten, um was zu machen und wer hat das Werkzeug dazu. Und eine der wichtigsten Sachen dabei, das ist auf jeden Fall das Wissen. Also möchte ich das mal ergänzen zu, wer weiß, kann machen, hat Recht. Zugegeben, da fehlen vielleicht noch zwei Schritte. Und zwar der erste, wenn ich was mache, muss ja auch was passieren. Das heißt, ich muss erstmal ein Stück Welt verändern, damit das überhaupt erkannt werden kann. Das heißt, ich muss erstmal Realität schaffen. Das heißt also, ich müsste erstmal schauen, wer weiß, kann machen, schafft Realität und hat Recht. Zumindest solange das keiner anzweifelt oder in Frage stellt. Jetzt ist aber die Frage, na gut, wer hat denn das Wissen hier im Raum? Ich glaube, hier sind ganz schön viele Menschen, die haben wahrscheinlich ziemlich Plan von Nachhaltigkeit, von Umweltthemen, haben wir ja schon auch auf der Bühne gesehen. Und dann gibt es andere, die haben ziemlich viel Plan von Technik. Und jetzt ist die Frage, wo können diese Menschen zusammenkommen, damit sie eben dieses Wissen austauschen können und damit aktiv werden und dann die Welt retten können. Das wäre ja mal ein super Plan. Ich habe natürlich jetzt so ein bisschen den Blick auf die Schnittstelle zwischen Technik und Gesellschaft, wenn ich frage, wo ist denn der Raum für Wissen, dass ich mir eben überlege, naja, ich habe Germanistik und Soziologie studiert, das ist jetzt eher technikfern. Wer noch? Wer hat noch eher so Ausbildung gemacht im eher technikfernen Bereich? Einmal kurz Hand hoch. Das sind eher wenige. Dann möchte ich euch jetzt leider mit den erschreckenden Realitäten konfrontieren. Und zwar als allererstes, wie wichtig eigentlich Wissen ist. Und zwar, ich habe ein Praktikum gemacht. Und da hatte ich eine Excel-Tabelle mit 3000 Zeilen. Und dann kam die Verantwortliche zu mir und meinte, ich habe eine richtig beschissene Praktikantinnenaufgabe. Und zwar müsstest du einmal diese Spalten hier umdrehen. Ich habe schon mal angefangen, es dauert eine Weile, kein Problem. Ich war in zwei Klicks fertig, weil das kann man ja automatisch machen in Excel, wusste sie aber nicht. Das heißt also, Wissen ist ein enormes Werkzeug. Wenn man weiß, wie Dinge funktionieren, kann man auch tatsächlich Dinge tun. So eine andere Sache, die ich erlebt habe, war beim Hackathon tatsächlich ein Politiker in der Jury, der total erstaunt gefragt hat, was, man kann verschlüsseln ohne Blockchain? Ja, das geht. Das heißt also, Wissen ist auch enorm wichtig zur Orientierung, weil wenn natürlich in den Medien immer rumfliegt, diese Verbindung Kryptowährung auf der einen Seite und Blockchain auf der anderen Seite und er denkt, das hat jetzt mit Verschlüsselung zu tun, ist vielleicht nicht so ganz richtig in dem Moment. Das heißt, wenn Wissen fehlt oder vor allem wo Wissen da ist und wo Wissen fehlt, das merken wir vor allem, wenn wir miteinander sprechen. Und wo sprechen wir? Am ehesten in Räumen miteinander. Meistens jedenfalls. Mittlerweile sieht es auch ein bisschen mehr so aus. Das heißt, wir haben irgendwo virtuelle Räume, wo wir miteinander kommunizieren. Trotzdem ist es so, wenn wir uns treffen wollen, um miteinander zu reden, um zu gucken, wer hat welches Wissen, das zusammenzubringen und zu gucken, was fehlt, dann ist es immer wieder auch so, dass ja eben schon Wissen vorhanden sein muss, damit man überhaupt mitmachen kann. Das heißt, die Frage ist, was brauchen wir eigentlich, damit Kommunikation zwischen verschiedenen Menschen möglich wird und sowohl in virtuellen wie auch in realen Räumen. Und dann denke ich mir, naja, virtuelle Räume ist eigentlich relativ klar, wir brauchen benutzbare Software für alle. Benutzbar heißt damit für mich natürlich auf der einen Seite usable, also klar, ich weiß, wie es funktioniert und ich kann es irgendwie benutzen, ich kann da was drauf rumdrücken und es passiert was. Es heißt aber genauso auch demokratievereinbar, habe ich es jetzt hier einfach genannt, also will ich das eigentlich benutzen? Und ganz ehrlich, Kommunikationssoftware von großen amerikanischen Firmen weiß ich nicht, will ich eigentlich gar nicht benutzen. Das heißt, auch das ist so eine Sache, was ist eigentlich benutzbar in dem Moment, was möchte ich benutzen und was schließt an dem Punkt vielleicht auch wieder Menschen aus?
Und dann ist ganz klar, wir müssen unser Wissen austauschen, damit wir gemeinsam was erreichen können. Und dazu zählt nicht nur das Wissen, dass etwas möglich ist, sondern auch das Wissen, wie geht das denn bitte? Ich weiß, dass verschlüsselte Kommunikation möglich ist. Ich weiß, dass ein privater Schlüssel privat sein sollte. Und trotzdem landet er vielleicht mal aus Versehen in einem Chat. Upsi. Das heißt, es ist also auch wichtig zu schauen, wie funktionieren eigentlich Dinge, weil wir da so ein ganz großes Problem haben, das nennt sich Digital Divide. Und das ist eben eine große gesellschaftliche Kluft zwischen den Menschen, die Wissen haben oder den Menschen, die kein Wissen haben. Zwischen den Menschen, die einen Internetzugang haben oder denen, die eben keinen haben. Das heißt, an dem Punkt kann sich ja auch nicht jeder einfach Wissen aneignen, würde man vielleicht annehmen. Trotzdem kommt es ja darauf an, habe ich eigentlich die Zeit, habe ich das Geld, habe ich die Möglichkeit dazu. Das heißt, Wissen kostet. Und dann ist natürlich noch so eine Sache, wir können halt nur zusammenarbeiten, wenn wir Ressourcen teilen, wenn wir eben dieses, was kostet, aufteilen und sagen, du hast vielleicht irgendwie keine Zeit, weil du für dich kochen musst, hey, ich übernehme das Kochen und dafür kannst du dich mit anderen Dingen auseinandersetzen. Das heißt also, wenn wir gemeinsam die Welt verändern wollen, dann brauchen wir Orte, an denen genau das passiert und die gibt's. Das sind Hackspaces. Das sind Orte des Ressourcen- und Wissensaustausches. Und damit habe ich mich, wie gesagt, in meiner Masterarbeit ziemlich viel beschäftigt und geschaut, okay, wie kriegen wir denn da irgendwie zugänglich rein? Zugänglichkeit, das heißt, Design auf der einen Seite. Natürlich ist es super, dass wir alle in unseren Hoodies und mit unseren Dingen rumlaufen und stickern und alles wirkt irgendwie identitätsstiftend. Gleichzeitig kann das für andere total ausschließend wirken. Genauso natürlich mit der Sprache. Klar, Abkürzungen, Begriffe, für uns vielleicht klar, für andere vielleicht nicht. Und das heißt auch, dass so ein Raum immer davon abhängt, wie wir ihn mit Handlungen gestalten. Und das nennt man soziale Konstruktion. Dass es eben darauf ankommt, wie deute ich einen anderen Menschen? Und wenn andere Menschen als Frau gedeutet werden und dann immer gefragt werden, von wem sie denn die Freundin sind, ist das vielleicht nicht so schön für die betroffenen Personen. Das heißt, Räume werden sozial konstruiert. Und wenn wir alle zusammen die Welt retten wollen, dann sollten wir auch solche Sachen im Kopf haben. Denn Partizipation, das Mitmachen, das braucht eben das Wissen. Und dass man Wissen bekommt, muss man erstmal Zugang zu Räumen haben. Das heißt also, Entwicklerin baut gute Software, die benutzbar ist für alle. Städte gibt uns Räume, reale Räume oder lasst uns die, die wir haben. Und Menschen, lebt eure Werte. Also wenn ihr wirklich Zugänglichkeit haben wollt, dann schafft sie auch. Achtet auf eure Handlung, achtet, wie ihr Räume öffnet. Wenn ihr die Welt retten wollt, dann schaut einfach, was ist denn nachhaltig? Und wenn ihr Freiheit wirklich leben wollt, dann verschlüsselt eure Daten und zeigt anderen, wie sie es auch machen können. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Dieser warme Applaus zeigt auf jeden Fall, dass, glaube ich, ganz viele auf deiner Seite sind. Na, hoffentlich. Du darfst gleich Platz nehmen und wo sind denn unsere Luftrüssel? So, hier ist dein Luftrüssel. Ja, sehr gut. Ich weiß, darauf hast du dich die ganze Zeit gefreut. So, und auch dir das Spiel. Wir starten unseren Zufallsgenerator, der natürlich total intelligent ist und jetzt weiß, wer noch kommen kann. Aber trotzdem bitte, dann drücke sie jetzt. Ja. Große Spannung, wer ist noch in unserer Liste? Auf jeden Fall wird es, also wir haben jetzt auf jeden Fall gesehen, wie wir noch mehr miteinander mitmischen, wie wir Mehrheiten organisieren, worauf wir achten müssen, worauf wir auch achten müssen, vielleicht wenn wir Demos anzetteln, damit wir alle mitnehmen. Wir haben auch gesehen, wie wichtig eigentlich Transparenz ist, beispielsweise, um an bestimmte Informationen zu kommen, sie zu hinterfragen, gemeinsam Politik und Gesellschaft gemäß dieser Ziele, die wir alle haben, auszurichten. Und wir haben halt nur diese eine Chance. Aber wie geht das mit diesem zusammen? Das hast du uns jetzt erklärt. Und bisher ging es also heute Abend darum, wie wir sozusagen dieses Miteinander gestalten. Und jetzt, ja, jetzt wagen wir einen Blick in die Zukunft, zurück zu den Raketen, die wir heute schon mal hatten, und auf zu den Sternen. Bitte lies doch vor, wer unsere letzte Kandidatin ist.
Isabella Herrmann mit Utopia Outer Space, die Zukunft der Menschheit in Science-Fiction-Filmen. Willkommen, Isabella. Willkommen, Isabella. Ja, nee, schon. Hallo, herzlich willkommen, Isabella. Schön, dass du da bist. Wir hören gleich was über Utopia Outer Space, die Zukunft der Menschheit in Science-Fiction-Filmen von Isabella, die Politikwissenschaftlerin ist und zudem Science-Fiction-Fan, wenig überraschend. Und beides bringt sie zusammen, indem sie untersucht, welche sozialpolitischen Wertvorstellungen in Science-Fiction-Filmen und Serien vermittelt werden. Wir alle schauen ja Science-Fiction oder die Mehrheit von uns und da gibt es natürlich nicht nur neutrale Aussagen, sondern natürlich so eine Welt ist immer auch geronnene Wertentscheidung, besonders die Technik darin. Außerdem ist sie Festival Associate des jährlich stattfindenden Berlin Sci-Fi Filmfest. Jetzt erst im November. Nächsten November wieder. Also, wo findet es denn statt? Achso, Berlin Sci-Fi Filmfest in Berlin. Super, kommt alle vorbei. Unbedingt. Und dann hast du jetzt 8 Minuten Zeit und viel Spaß mit 3, 2, 1. Sporangium! Ja, ich entführe euch jetzt zu später mitternächtlicher Stunde nochmal ins Weltall und möchte zeigen, was Science Fiction, was ja das Genre der Zukunft ist, über unsere Zukunft Outer Space zu sagen hat. Vielleicht hat es ja die eine oder der andere schon erkannt. Hier ist ein Bild von Interstellar und da schaut der Protagonist mit seiner Tochter schon ganz verheißungsvoll in die Sterne. Jetzt ist die Frage, warum wollen die Menschen denn in Filmen wie Interstellar oder müssen, besser gesagt, überhaupt die Erde verlassen? Und da können wir ganz einfach das Motto des diesjährigen Kongresses anschauen. Hier. Resource Exhaustion. Es ist ganz einfach so, dass wir Menschen die Natur so rücksichtslos ausgebeutet haben, dass das Leben auf der Erde einfach nicht mehr möglich ist. Also es geht letztendlich um die ganz aktuellen Diskussionen, aber extrapoliert ins Weltall und in die Zukunft. Jetzt ist natürlich die Frage, ob uns diese Science-Fiction-Filme, wie zum Beispiel Interstellar, wo ja alles schon schiefgegangen ist, etwas darüber sagen können, wie wir es in Zukunft vielleicht besser machen. Also, ob wir Menschen uns mehr als Teil des Ökosystems verstehen sollten oder ob wir mehr in Technologie investieren sollten. Das sind die Fragen. Und da ist sie wieder. Da habe ich jetzt mit euch einen spacigen Schweinsgalopp vor in 4 Filme in nur 4 Minuten, um eben auf diese Fragen einzugehen. Und wer hätte es gedacht? Ich fange auch gleich an mit Interstellar. Und Interstellar spielt nicht 2014, sondern in 30 Jahren in der Zukunft, ungefähr Mitte des 21. Jahrhunderts. Und in Interstellar ist die Menschheit geplagt von Sandstürmen. Mehltau liegt in der Luft, die Landwirtschaft ist am Boden. Also so kann es nicht mehr weitergehen. Und deswegen wird beschlossen, eine Mission ins All zu starten, um einen bewohnbaren Planeten zu suchen. Und diese Mission glückt auch. Wir als Zuschauer sehen diesen Planeten leider nicht mehr, aber wir sehen ein Space-Habitat auf dem Weg dorthin. Und ob dieses Space-Habitat jetzt im Film real ist oder nur eine Delusion des Hauptdarstellers, ist erstmal vollkommen wurscht. Was wichtig ist, ist, dass wir hier in dieser Space-Station, in dem Habitat, den ultimativen Tech-Fix haben, der die Natur als perfektes Produkt des Menschen präsentiert. Und was wählt man da? Genau das hier, ein durchkultiviertes Stück der USA, wo letztendlich die fein säuberlich abgetrennten Felder dann noch so spacig nach oben gewölbt sind. So wie in Inception sind auch die gleichen Regisseure. Und man kriegt da so eine Idee, wie es denn dann in Zukunft aus diesem anderen Planeten ausschauen könnte. Lässt nichts Gutes ahnen, aber man kann sich ja vielleicht auch wieder einen neuen suchen. Also weiter wie bisher. Weiter wie bisher geht es auch ein wenig in Cargo.
Cargo spielt etwas mehr in der Zukunft, im 23. Jahrhundert. Und da ist die Erde mittlerweile unbewohnbar. Und man lebt dann, sieht man hier rechts, auf einer Blade Runner-esken Raumstation im Orbit der Erde. Da ist es unmenschlich, dunkel und kalt. Und die einzige Hoffnung, die die Menschen dort haben, ist, nach Rhea zu kommen. Und Rhea wird vermarktet als Planet, der durch Geoengineering wieder bewohnt und fruchtbar gemacht wurde. Also man kann dann da so rumlaufen in so weißen Hängekleidchen durch so wogende Ehrenfelder. Da ist es ganz toll. Und wer den Film noch nicht gesehen hat, Spoiler-Alarm, Ohren zu halten, jetzt. Rhea ist nur eine Simulation. Und wenn man sich da ein Ticket kauft, um da eben mit einem Raumschiff nach Rhea zu fliegen, wird man in Kälteschlaf versetzt und landet dann oder wird dann in die Simulation eingeloggt. Und das ist auch wieder ein tolles Beispiel für den ultimativen Tech-Fix, wo alle Möglichkeiten zur Verfügung stehen, wir aber ein Bild der Natur wählen, die dem Menschen wieder zur Verfügung steht. Und am Ende des Films stellen wir dann fest, dass die Erde wieder fruchtbar ist. Und was wird dann gemacht? Es werden gleich Freiwillige auf die Erde geschickt, die dort eine neue Agrarproduktion aufbauen. Also History repeating. Da gibt es auch einige Ähnlichkeiten zu dem Film Wall-E. Der spielt ganz weit in der Zukunft, im 29. Jahrhundert. Und da ist die Erde unbewohnbar und zugemüllt. Und der arme, schnucklige Wall-E, der muss unseren ganzen Shit wegräumen. Und die Menschen, die leben da auf einem Raumschiff, denen geht es ganz gut, aber die sind geistig und körperlich komplett degeneriert. Und als Wall-E dann dieses kleine Pflänzchen findet, wird dann Automatismus in Gang gesetzt, dass die Menschen wieder zur Erde kommen. Also sobald die Natur wieder ein bisschen was abwirft, müssen wir wieder zurück. In etwas andere Richtung geht der Marsianer. Da ist der Ausgangspunkt im Jahr 2035 gar nicht ein Ökokollaps, sondern es gab da einfach eine Weltraummission und dann gab es dann so ein paar unglückliche Umstände und dann ist der Protagonist da auf dem Mars gelandet und muss da irgendwie zurechtkommen. Ist ja auch klar, dass er da überleben muss. Was ich nur total interessant finde, ist der Titel The Martian, weil er wird ja gerade nicht zum Marsianer. Er passt sich ja nicht dem Mars an, es ist ja ganz andersrum. Er bleibt ja der Erdenmensch und passt den Mars letztendlich irgendwo, versucht er seinen Bedürfnissen anzupassen. Und die Frage ist da, die man sich stellen kann, können wir denn überhaupt aus unserer Haut raus? Also können wir unser Menschsein überhaupt anders denken? Und an der Stelle muss ich mir jetzt einen ganz kleinen Mini-Exkurs erlauben. Und zwar sind diese ganzen Mars- und Space-Filme auch Teil von so einem breiteren Diskursraum, wo es um fiktionale und reale Geschichten geht, dass wir irgendwie unbedingt den Mars besiedeln müssen. Und da ist ja Elon Musk mit seinem SpaceX Vorreiter. Und ich glaube, er wird am liebsten mit einem Tesla direkt zum Mars fliegen. Aber das ist dann ein anderer Vortrag. So. Was hat uns denn jetzt dieser spacige Schweinsgalopp gezeigt? Er hat gezeigt, dass die Filme, ob die jetzt nun im Weltall spielen oder wieder auf der Erde, keine wirklichen Lösungen anbieten, sondern irgendwie immer auf die bekannten Denk- und Handlungsmuster zurückverweisen. Und das kann man jetzt kritisch sehen, dass ja Filme, die so tun, als würden sie von der Zukunft handeln, den Status quo nur weiter zementieren. So kritisch wäre ich jetzt nicht. Ich finde prinzipiell, genauso wie der zitierte Medienwissenschaftler hier, dass es gar nicht unbedingt die Aufgabe von Science-Fiction-Filmen ist, uns zu zeigen, wie wir Probleme lösen oder zu vermeiden. Wie sollten sie das auch? Ich würde eher sagen, dass sie schlichtweg feststellen, dass es in der Gesellschaft konkrete Probleme, Ängste und Fragestellungen gibt. Und so sind die Filme, die ich jetzt auch gezeigt habe, ein Angebot, um über die Zukunft ins Gespräch zu kommen. Und deswegen finde ich Science Fiction so faszinierend. Also in diesem Sinne, live long and prosper. Vielen Dank für diesen Abschluss. Vielen Dank. Setz dich doch bitte auch nochmal und da ist auch dein Luftrüssel.
Können wir jetzt auch noch ein bisschen Weltraumstimmung hier auf der Bühne haben? Meine schwarzes Licht, also kein Licht. Ich mach mal Danke. Das schwarze Licht an. Ja. Sporangium, griechisch Angion, gleich Gefäß. Annähernd kugelförmiger Behälter von Menschen, in dem die Ideen gebildet werden. Sporangien besitzen in den meisten Fällen einen besonderen Auslösungsmechanismus, um das Wissen über möglichst weite Distanzen zu verteilen. Sporangium der 36C3. Um die Sporenbehälter der 36C3-Speakerinnen, Referenti aureum, wickelt sich eine Neuronenreihe mit verdickten Innen- und Zwischenwänden, aber dünnen Außenwänden. Anfänglich waren die Zellen mit reichlich Leere gefüllt, doch während auf der Bühne das Wissen reifte, trocknete diese allmählich hinfort. Durch die verdunstende Leere änderte sich der Druck innerhalb dieser Zellen. Der kritische Wert wurde erreicht und es kam zum Phänomen der Kavitation. In den Zellen bildeten sich Ideenblasen, woraufhin sie sich zur ursprünglichen Größe ausdehnten. Die starken Innenwände wirkten wie eine gespannte Feder. Sie krümmten die Zellreihe in die entgegengesetzte Richtung. Das Katapult war geladen. Jetzt wurde das Wissen mit bis zu 10 Lichtblitzen pro Sekunde aus der geöffneten Neuronenkapsel herausgeschleudert. Und dort, wo das Wissen auf fruchtbaren Boden fiel, können daraus nun neue Geistesblitze entstehen. Vielen Dank. Also, hauptsächlich danken wir für Anja, Karina, Elenos und ihre Vermummten, Isabella, Julieja, Katrin, Lisa, Viktor und Banks, den Nummernbengel. Und wir danken natürlich unseren Dolmetscherinnen dort hinten in den Kabinen. Wir danken ganz unglaublich dem VOG. Wir danken allen helfenden Engeln, wie vor allem Whale, der uns hier kräftig unterstützt hat und organisiert hat, was wir brauchten. Wir danken natürlich, ja, Applaus, bitte. Der ist für euch. Wir danken auf alle Fälle auch dem Content-Team für den Mut, uns auf die Bühne zu lassen und vielleicht für unseren Mut, die Vermummten auf die Bühne zu lassen. Juhu! Und wir bedanken uns bei meinem lieben Freund Marco von Spree für das Design und das allseits bunte Dasein für uns und unsere Nothotline zu sein, wenn wir schon wieder neue Folien brauchen und in dem Video es hängt. Also vielen Dank auch dafür. Und das wird jetzt nochmal euer Applaus. Bitte kommt doch nochmal, stellt euch hin. Woohoo. Und zum Abschluss vielleicht einfach noch die Erwähnung, schaut auf die rechte untere Seite. Zusammen können wir es schaffen, aber wie wir uns erinnern, zusammen müssen wir es auch schaffen. Deswegen herzlichen Dank. Mach mal richtig, Leute, kommt.